Herzlich willkommen zum besten Pen and Paper aller Zeiten. Das ist voll relevant. Hallo, herzlich willkommen zum Pen and Paper. Ultra Core spielen wir heute. Tut mir leid, ich muss eine Requisite wieder verpacken. Die hat Eddie ausgepackt und die ist voll wichtig. Packe ich gleich ein. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr da seid zu Spitze Stifte mit drei traumhaften Spielern am Tisch und mir. Schön, dass ihr da seid. Applaus. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo Leute da draußen, an alle Zuschauer, an alle Sympathisanten. Vielen Dank an alle, die uns heute auf YouTube oder auf Rocket Beans TV zuschauen. an dieser Stelle auch Grüße an Le Floyd, der nochmal Werbung gemacht hat für uns, weil unser Twitch-Stream aus Gründen ausgefallen ist. Schön, dass du es ansprichst. Ich wollte eigentlich schon, ich wollte im Cold Open, aber dann habe ich nicht getraut. Ich dachte eigentlich gut, um da was zuzusagen. Und ja, nein, wir sagen einfach Hallo an alle, die in kleinen Grüppchen gerade oder in großen Turnhallen oder sich zusammengesetzt haben, um heute dieses tolle Abenteuer zu verfolgen. Ich freue mich sehr. Hi. Ja. Wir alle. Wir alle am Brandenburger Tor, die Leute am Brandenburger Tor, die gucken. Auf der Kölner Domplatte Leute im Public Viewing in ganz Deutschland und Europa. Hallo. Hi. Ist wirklich Public Viewing ist immer noch ein großes Ding, ne? Public Viewing? Ja, hier bei Pen and Paper, ich krieg richtig oft, auch wenn man jetzt auf Twitter guckt, auch eine schöne Überleitung zu Hashtag Spitze Stifte. Da sind wir wie immer natürlich erreichbar. Also wenn ihr uns irgendwie adressieren wollt, Hashtag Spitze Stifte oder im Chat, sage ich da ja auch nochmal Sachen zu. Ja, da sind immer richtig viele Bilder von Leuten, die mit 5 Leuten irgendwo sitzen, das gucken, Pizza bestellt haben und so. Schon ganz geil. Also eigentlich die Quote mal 5 nehmen. Eigentlich ja. Eigentlich, ne? Könnt ihr mal bitte, wenn ihr Public Viewing macht und zusammensitzt, dass ihr alle euer Handy anmacht, also alle auf über LTE versteht sich. YouTube, nee, im WLAN, ihr seid ja bei euren Freunden. Ja, ist ja gleich, nee, ist doof. Gleiche IP ist scheiße. Nee, ja, mach mal doppelt. Okay, WLAN ausstellen, über LTE oder 4G oder was ihr habt und dann entweder auf Rocket Beans TV oder auf YouTube gehen und einfach die Stream mit anmachen, damit das auch fair gezählt wird, Leute. Einfach alle Devices laufen lassen. Finde ich eine sehr gute Idee. 100% legitim. So, schön, dass ihr da seid. Wir spielen heute ein sogenanntes One-Shot-Abenteuer, die bei uns eigentlich immer Two-Shots sind. Vielleicht. Denn wir probieren einen neuen Kniff aus. Ich glaube, die Leute, die alle Pen & Paper hier gucken, werden so Elemente aus Florentins Pen & Paper wieder erklären. Die sind ja immer ein bisschen freier. Da kann ein Schiff, kann man auch mal mit dem Schiff irgendwo hinfahren. Da fährt man noch mal woanders hin, wieder zurück, wieder hin und wieder zurück. Ich hoffe, so passiert's hier nicht. Aber wir spielen in einer sehr großen Welt. Die Welt heißt Tormentosia. Das Abenteuer heißt Ultra Core. Beziehungsweise das ist so der über allem schwebende Name hierfür. Und ich bin sehr gespannt, wie das heute so läuft, denn es gibt eben nicht, das habe ich eben in der Pre-Show schon gesagt, so Plots, an denen ihr festhängt, also wo ihr quasi immer getrieben werdet, dieser Geschichte zu folgen, sondern ihr könnt selber entscheiden, wohin die Geschichte euch führen soll, worauf ihr Lust habt und worauf vielleicht nicht. Ich sag gleich noch mal ein bisschen mehr zu der Welt, es dauert heute ein bisschen länger, weil das der wichtigere Anteil ist, dass man versteht, wie diese Welt funktioniert. So. Im Grunde fange ich jetzt mal an, die wichtigen Dinge zu erklären, denn wie immer wird es Chat-Umfragen geben. Aber heute ist besonders. Es ist nicht so wie sonst, dass wir ankündigen, also dass ich in meinem Skript einen bestimmten Zeitpunkt habe, wo eine Umfrage kommt, sondern die werden spontan sein. Erste Variante dieser spontanen Umfragen kann sein, es gibt einen Zeitpunkt, zu dem wir am Tisch oder ich denke, jetzt wäre eine Umfrage cool, dann sage ich, hey, Regie, baut doch mal eine Umfrage fertig mit den Optionen so oder so oder sucht mal Optionen aus dem Chat. Also dann kommt ein offener Aufruf, macht das mal, ich erkläre dann nochmal, was ihr in den Chat genau eingeben müsst. Dann kann es sein, dass im Chat einfach zu irgendeinem Zeitpunkt eine nette Idee gepostet wird. Alvin und Anja lesen das, die jetzt vornehmlich, glaube ich, sich dafür verantwortlich fühlen müssen und denken, das ist eine ziemlich coole Idee, lass uns das Hauke doch mal aufs Ohr geben oder schicken, ob das nicht cool wäre, wenn das jetzt passiert. Und es wird sowas wie diese Chat-Duell-Umfragen geben, dass wir, dass ich denen schreibe oder dass ich laut sage, ey, gleich soll irgendwas passieren, irgendjemand kommt gleich rein, wer soll denn das sein? So, und an dieser Stelle ein wichtiger Hinweis von mir. Larissa. Genau, ein wichtiger Hinweis von mir, ich ignoriere alle Insider.
Es tut mir leid, die sind langweilig für mich einfach. Ich finde, Insider sind cool, da können wir alle mal drüber lachen, aber wenn das 10. Mal da Blöki steht, das 15. Mal Larissa, das ist mir nicht originell genug. Wir wollen hier eine Welt erschaffen und die hat so viele offene Stellen noch, dass ich die ungern alle mit Insidern aus anderen irgendwie Pen-and-Paper-Universen füllen würde. Sehr. Genau. Das wäre jetzt zum Beispiel, da hab ich als knallhartes Schwein zu Alvin gesagt, ignoriere das einfach. Insider werden einfach ignoriert. So. Cool. Ist gemein? Pech gehabt. Nee, aber ich finde, das bringt das Universum nicht voran. Denn, und hier kommt eine Änderung, die auch für euch wichtig ist, ich habe diese ganze Welt vorformuliert. Es gibt eine ganze Menge schon. Aber solltet ihr Ideen haben, die irgendwie eurer Meinung nach Sinn machen oder da reingehören, könnt ihr sie einfach als wahr verkaufen. Finde ich, dass das keinen Sinn macht, schreite ich ein und sage, nee, sowas gibt's hier nicht. Oder ich sag gar nichts. Oder ihr könnt auch fragen, gibt's vielleicht irgendwas in dieser Welt, das mir jetzt helfen könnte? Und dann erfinden wir es gemeinsam. Denn ich erwarte nicht von euch, dass ihr diese 20 Seiten irgendwie Lore so gelesen habt und komplett versteht. Haben vielleicht auch nicht alle. Ja, hätte ich gesagt, glaube ich, habt ihr alle sie wirklich gelesen. Ihr habt nämlich immer alle mal Fragen gestellt, bei denen ich dachte, ja doch, da hat schon jemand alles mal gelesen. Aber sich das alles merken, ist auch ganz schön viel verlangt. So. Ich glaube, damit sind die wichtigsten Sachen eigentlich abgedeckt. Wie gesagt, es ist alles sehr spontan. Wer die Pre-Show nicht gesehen hat, wir blenden einmal kurz die Karte ein, denn ich mache einen ganz kurzen Abriss von der Welt und was in dieser Welt so vor sich geht. Ihr werdet alles nicht verstehen, weil da so viele schwere Worte drin sind. Das ist die Welt von Tormentosia. Es gibt 7 Reiche. Im Norden gibt's die Ascheberge, da leben die Dampfzwerge. Eine Fraktion, die auf Maschinen, die über Maschinen funktioniert. Es gibt auch sowas wie Bier, das wie Benzin funktioniert. Also, die haben auch Maschinen, die auf so Benzindruck funktionieren und so. Dann, da rechts daneben, der Dschungel von Initos, der mittlerweile kein Dschungel mehr ist. Da leben die Genetiker. Das sind so eine Art mutierte Wesen, die ganz viel an sich rumgefeilt haben, damit sie besonders groß sind. Die können Arme haben, die wie Schwerter geformt sind. Besonders lange oder starke Beine. Auch wichtig, das zu verstehen, dass die aber dafür relativ doof sind. Also die haben nicht gerade an ihrer Intelligenz rumgefeilt. Es gibt intelligente Lebewesen im Dschungel von Initos, aber ja. So, darunter Askiliath. Da kommt auch einer unserer Spieler her. Simons Charakter wird daherkommen. Da leben die Wiederzähler. Das ist sowas, ich fasse es immer gerne unter Hacker-Vampire zusammen. Das war die erste Idee, die ich hatte, und ich wollte unbedingt eine Welt machen, in der es Hacker-Vampire gibt. Das ist eine Bezeichnung, die wir ablehnen. Ja, genau. Was soll das sein? Ein Hacker. Das meiste in Askiliath liegt unter der Erde. Ein Locher bin ich. Ein Locher sind wir. Lochkarten sind wir. Und Locher ist gut. Schreib ich dir. Ich habe hier extra ein Dokument, das immer, wenn ihr was sagt, wo ich denke, ja, das sollte es geben, den Begriff Locher. So. Darunter die flüssigen Ebenen, da leben die Kinder der Quelle. Die flüssigen Ebenen sind so ein ganz von Wasser zerrissenes Land. Überall gibt's Wasserfälle. Es folgt auch nicht zwangsläufig den Regeln der Physik. Die beherrschen Magie. Die heißt hier das Aqua. Und Aqua ist so ein bisschen wie Mana. Man setzt Aqua ein, um bestimmte Zauber zu machen. Ist aber auch eine Ressource, die irgendwann verbraucht ist. Dann gibt es Ambros unten links. Ambros. Da kommt Eddies Charakter her. Wir stellen die Charaktere gleich auch noch mal vor. Ambros ist wunderschön. Alles steht immer in voller Blüte. Es ist der einfachste Ort, um da zu leben. Alle sind unglaublich reich und es gibt eine ganze Menge Schnösel. Ambros ist so ein bisschen der hedonistischste Teil Roms. So, also wirklich so allen Menschen geht's einfach gut in Ambros. Da leben die Hedonisten, wie gesagt. Dann links die Lithikalebenen. Da kommt Nils Charakter her. Da leben die Sauromanten. Menschen, die mit Sauriern in einer ganz engen Verbindung leben. Die Hauptstadt der Sauromanten heißt Megalospoli und wird auf dem Rücken des ewigen Sauriers Megalos getragen. So, und in der Mitte gibt es die Kernwelt. Da startet unser Abenteuer gleich auch. In der ist der Ultracore beheimatet. Jetzt noch ein bisschen Lore und dann habt ihr es hinter euch. Das werden wir, den Rest erfahren wir so im Laufe des Abenteuers. Diese Welt bestand mal aus viel mehr Reichen. Es gab mal 36 Reiche und dann kam aber Sorgoth, der Weltenfresser, ist quasi auf so einem Meteorit auf die Welt gefallen und hat angefangen, der speit so Wesen aus. Das sind diese Gothkin. So kleine Viecher, die quasi für ihn Krieg führen. Das werden immer mehr und mehr und mehr. Der verschlingt quasi Lebewesen und kotzt die dann als Krieger seiner Armee wieder aus. So wie wir. So ähnlich. Ja, ja. Ja, ja. Nur, dass der halt damit die ganze Welt überrannt hat. Und bis auf diese 7 Reiche, die wir eben gesehen haben, ist alles untergegangen. Die haben es aber vor 225 Jahren geschafft, den Ultracore zu bauen, der auch namensgebend für dieses Abenteuer ist. Der ist so eine Art Schildgenerator, der ein Schild baut. Und diese Kuppel schützt diesen kompletten verbliebenen Teil der Welt. So. Das heißt, dieser Ultracore-Pakt ist ganz heilig. Das ist das Einzige, was diese 7 Völker, die noch existieren, oder diese 7 Reiche dazu bringt, auch im Frieden zu existieren. Weil eigentlich
Davor haben die nur Krieg geführt, alle Reiche untereinander. So, wichtig, um es nochmal simpel zu sagen, in dieser Welt kann es so gut wie alles geben. Also ich habe das eben in der Pre-Show auch schon mal gesagt, es gibt Lebewesen, die sehen aus wie humanoide Elche, Giraffen, es gibt sowas wie Orks, es gibt Gargoyle-Wesen, es gibt Dinosaurier, es gibt dampfangetriebene Sachen, es gibt Programme, es kann alles möglich, es gibt Magie. Es ist im Grunde alles denkbar. Allerdings sollte es nicht zu modern sein. Es sollte immer eine gute Erklärung haben, wie funktioniert es in dieser Welt. Wenn ihr jetzt sagt, ich erfinde irgendeinen Mechanismus, oder auch wenn ihr als Zuschauerin sagt, ey, ich habe eine mega geile Idee, dann schickt ihr uns die über den Chat oder über Twitter, über das Hashtag Spitze Stifte. Denkt einmal kurz drüber nach, wie funktioniert das? Warum macht das in dieser Welt Sinn? Würde mir jetzt einfach sagen, hier, das ist ein Smartphone, würde ich sagen, pff, das ist aber einfallslos. So. Wäre das jetzt aber irgendwie so, ja, so ein Tabloider, irgendwie so ein Lesegerät, wo man immer eine Lochkarte reinstellt und zeigt die ein Bild, raus, nächste Lochkarte, so, dann würde ich sagen, ja, okay, ist schon ganz cool. Ja, so eine Art. Wenn ich einsam bin am Feuer, habe ich diverse Lochkarten genau zu diesem Zweck. Ja, genau, sowas meine ich. genau, so, das war eigentlich schon alles Wichtige zu der Welt. Ich weiß, es wirkt jetzt erstmal. Na super, groß. Nils. Na vielen Dank. Dann hören wir halt auf mit Pen und Paper. Das ist auch vor allem über deinen ganzen Charakterbogen gelaufen. Haben wir ein Tuch vielleicht für Nils? Noch schützt sein Bleistift. Ich hab eine Kamera für Nils, guck mal hier. Du hast doch da um den Hals ein Tuch. Dann sieht man auch deinen Hals besser. Nun. Nun, wir lenken davon ab und kommen zur Charakterbeschreibung. Lenken davon ab? Ja. Simon, du bist schon so schön in deinem Charakter. Simon, wen spielst du heute Abend? Ich spiele Venenarius Aviditatis, der dritte Wiederkehrer im Dienste des Zentrum des Großen Reiches und des ewigen Krieges. Zu meiner Jugend gibt es so viel zu erzählen, dass ich längst alles vergessen habe. Hier die Zusammenfassung. Mein Vater war ein mieses Schwein, meine Mutter eine Heilige. Was zählt, sind aber wir, die Wiederzähler, im Dienste von Kobol, der großen Lochkarte im Zentrum. Aus Leichen machen wir Maschinen, die dann uns dienen. Aktuell bin ich in einem sogenannten Rumzähler. Es ist eine relativ neue religiöse Kiste, in der wir Wiederkehrer. Die heißen Wiederzähler, ne? Wiederzähler. In der wir Wiederzähler uns das große Tormentosia angucken und entscheiden, ob wir es unterjochen wollen. Was? Und da sitze ich hier jetzt in dieser Kneipe und trinke mein Bitterbier und warte auf das Schicksal. Sehr schön. Sehr schön. ihr habt schon mitgekriegt, Simons folgt, die Wiederzähler sind so eine Art Vampire, die aber über, statt Ghouls zu erschaffen durch ihren Biss, erschaffen die über so Lochkarten und so Programme. Sehr, sehr spannend, erfahren wir beim Laufe des Spiels noch mehr zu. Es ist folgendermaßen, unsere Zähne wachsen weiter. Und wir sind tausende Jahre alt. Also was sollen die Zähne machen? Außer wachsen und wachsen. Ja, schön. Okay. Und also ich wachse sie auch manchmal ein, also mit Wachs. Ich muss mir deinen Namen auch mal aufschreiben, damit ich ihn auch nicht. Wie ist dein Name? das ist schwierig. Wie willst du mich denn nennen? Also der richtige Name ist Venenarius Aviditatis. Der komplette Titel ist der dritte Wiederkehrer im Dienste des Kerns des ewigen Reiches und des ewigen Kriegs. Venenarius reicht. Venenarius. Kannst mich Vene nennen. Venen. Vene. Venen. Vene. Meine Freunde nennen mich Venen. Okay, Venenarius. So. Ich habe keine Freunde. Eddie. Wen spielst du heute Abend? Guten Abend. Mein Name ist Tantra. Tantra. Lagoon. Tantra Lagoon von den Hedonisten. Ich bin von den Reichsstrutzen. Reichsstrutzen. Reichstrutz. Ich bin ein Reichstrutz. Die Leibgarde. Von Königin Julia Ambrosia. Von Ambrosia? Julia von Ambros. Julia von Ambros. Das ist alles so halt unterschiedlich. Eben hast du es dreimal richtig gesagt. Jetzt bin ich aufgeregt. Nun, als Hedonist ist es so, dass ich einer reichen Familie entstamme. Ehrlich gesagt spielt Geld für mich keine größere Rolle. Als Kind war mir oft langweilig, weil ich ja alles hatte und für nichts kämpfen musste. Also fing ich an, die Größeren zu ärgern und zu verprügeln. Und so stellte ich fest, dass ich dem Kampf nicht abgeneigt bin. Es ist folgendermaßen, relativ schnell lernte ich mich an der Waffe der Reichsschrutzen des Zweihänders
perfekt zu betätigen. Ich habe sie sozusagen gemeistert, ein Meister des Zweihänders. Der Weg war sozusagen vorgeebnet. Der Leibgarde selbst beizutreten und fortan mein Leben der wunderschönen Königin Julia von Ambros zu dienen. Darüber hinaus, ich bin jung, wunderschön, wohlhabend und willig. Ich weiß nicht viel über die Welt, außer das, was mir gelehrt wurde in den Schulen, Internaten und Universitäten, die ich besucht habe. Ich würde sagen, ich bin durchaus wissbegierig. Auf der anderen Seite vielleicht auch unwissend über die Grenzen von Ambros hinaus, denn ehrlich gesagt ist hier alles, was ich brauche, alles, was ich will. Vielleicht sei noch zu sagen, dass die Hedonisten natürlich verantwortlich sind für den Schutz des Ultrakorps. Mein Wissen auf diese wichtigen, für das ganze Reich wichtigen Errungenschaft ist natürlich immens. Und alles andere ordnet sich letztendlich dem unter, dem Schutz meiner Königin und dem Schutz des Ultrakorps und vielleicht dem einen oder anderen Flirt. Sehr schön. Danke, Eddie. Dein Name ist also? Tantra. Tantra. Lagoon. Lagoon. Danke dir. Nils. Ach so, werde ich sagen, nochmal kurz was zu den Hedonisten. Ist ganz gut. Eddie hat es auch schon ganz gut beschrieben. Ich werde im Laufe des Abends immer mal wieder so ein bisschen Sidefacts vorlesen, um die Hedonisten zu beschreiben. Er hat es ganz gut gemacht. Die Hedonisten sind sehr reiches Volk. Adel ist sehr wichtig. Selbst die untersten Kasten in der hedonistischen Gesellschaft sind so viel reicher als die meisten anderen Menschen, die in Tormentosia leben. Ist ja einfach eine Gesellschaft, die gesegnet von Geld ist. Du hast auch schon ganz gut getroffen. Da vielleicht aber auch dann eben ein bisschen weltfremd. Probleme normaler Menschen sind den meisten Hedonisten einfach komplett fern. Reichtum ist für uns eine Lebenseinstellung. Korrekt. So, Nils, wer bist du heute Abend? Ja, hallo Leute, ich bin Trias Trodon. Ich komme aus der Litikalebene. Wir sind das älteste Volk. Schweigen Sie bitte. Ja, bei mir in der Litikalebene, da gibt es sehr viele Dinosaurier. Große Wesen, mächtige, ehrfurchtsgebietende Wesen. Und wir haben die gezähmt, ne? Also das sind unsere Kumpels. Und das ist eine ganz innige Beziehung. Das sind nicht irgendwelche Tiere, das sind ja keine Nutztiere, das sind nicht ihr Kühe oder Schafe, sondern Dinosaurier sind Teil der Familie. Wir wohnen auf denen. Unsere Hauptstadt ist auf so einem riesigen, gigantischen, argentinosaurusartigen Sauropoden. Megalos. Das ist einfach mal unsere Hauptstadt auf dem Rücken dieses Dinosauriers. Und schon in früher Kindheit wachsen wir auf als Dino-Trainer. Wir leben mit denen zusammen, wir arbeiten mit denen zusammen. Das ist quasi so, wie wir so ein externes Organ von uns. Ganz enge Verbindung. Und wenn so ein Tier stirbt, dann gibt es auch wirklich aufwendige Beerdigungen. Je nachdem, wie groß das ist, ist das teilweise sehr problematisch, weil wenn so ein riesiger Sauropode stirbt und der kriegt eine feierliche Beerdigung, da muss man schon mal ziemlich viel Sand ausheben. Also da sind einige tausend Leute schon beschäftigt, einfach so eine Grube auszubuddeln, bis man den dann so vernünftig beerdigen kann. Ich entstamme der Trodon-Dynastie. Wir sind mit die bekanntesten Dino-Zähmer überhaupt. Und ich als ältester Spross der Familie muss natürlich meinem Namen alle Ehre machen. Ich habe meine Freunde zum Teil hier auch mitgebracht. Ich habe zum einen einen riesigen Quetzalcoatlus. Ich habe jetzt hier leider nur so einen Pterodactylus, aber der Quetzalcoatlus sieht wirklich sehr ähnlich aus. Auf dem reite ich so. Der hat auch hinten noch so eine Art Box drauf und da sind dann meine Raptoren, so Blitzraptoren, 5 Stück. Die können kämpfen, die können riechen, die können abortieren. Das ist sozusagen meine verlängerte Hand. Ja, außerdem bin ich ein ziemlich lustiger Typ, weil bei uns läuft viel über Geselligkeit. Wir sind eher so ein Stammesvolk. Wir sitzen abends oft zusammen beim Lagerfeuer und machen auch den einen oder anderen Witz. Deswegen habe ich auch Humor 31. Und ja, also ich glaube, wenn ich in der Gruppe dabei bin, dann gibt es viel zu lachen. So. Schön.
Du hast eigentlich auch schon relativ gut beschrieben, wie die Letikalebenen aussehen. Ja. Das Einzige, was noch spannend ist zum Volk der Saromanten, ist eins der Völker, die keine Herrscherin oder einen Herrscher haben in dem Sinne, sondern alles wird in so einer Art demokratischem, stammesbasierten System entschieden. Man kommt zusammen in der Hauptstadt und trifft so Entscheidungen. Das macht es manchmal natürlich für euch angenehmer, ist aber was, was die anderen Völker zum Beispiel auch manchmal anstrengend finden, weil die Saromanten eben nicht wie andere Völker einfach immer eine klare Entscheidung haben, sondern die stimmen dann auch mal ab. Oh, hier. Kommen schon die ersten Sachen, Vampire und Dinos? Ja, Fledermäuse zu sehen. Ja, schon sehr gut, schon sehr gut. Ich hab den Koffer Klaus ja noch gar nicht erzählt, aber ihr könnt gerne Sachen malen. Also, wir haben nicht so viele Zeichnungen, malt ruhig mal mehr. Ja, ja, genau. Ihr könnt die Welt gerne füllen, auch mit Ideen und Co. Bevor wir richtig anfangen, können wir schon die erste Umfrage mal testen, ob das so funktioniert. Wir werden gleich in einer Kneipe in Kernheim starten. Kernheim ist, ich sag mal kurz was zur Kernwelt. Die Kernwelt wurde quasi gegründet, als der Ultra-Core gebaut wurde. Der Ultra-Core ist eben diese Art Schildgenerator. Und in dieser Kernwelt leben alle möglichen Wesen. Alles, was irgendwie aus den anderen Welten, die mittlerweile Staubnationen heißen, weil die halt komplett vernichtet sind, gekommen ist, wurde in dieser Kernwelt zusammengestopft. Also so eine ganz große Slum-artige Stadt voller Wesen. Ich hatte ja schon gesagt, es gibt Jumanjen, das sind so Tier-Mensch-Humanoid-Hybride quasi. Es gibt so Ork-ähnliche Wesen, die gibt's. Es gibt alles Mögliche. So, und in dieser Welt seid ihr gleich in so einer Kneipe und wir können ja mal an den Chat fragen, ob sie Ideen haben, wer oder was in dieser Kneipe zum Beispiel als spannendes Tier, Mensch oder irgendwas sein oder passieren könnte. Das ist eine sehr allgemeine Frage, wir testen einfach mal, was eure Ideen so sind. Dann suchen sich unsere lieben Leute in der Regie eine schöne Idee raus oder mehrere schöne Ideen und lassen euch darüber abstimmen und geben mir dann aufs Ohr, was das Ergebnis ist. Sagen wir mal, wobei ich mach's ein bisschen konkreter, sonst ist es zu schwer. Also dann ist es zu allgemein. Also der Kellner könnte ja ein Oktopodenmann sein. Nee. Weil der kann dann 8 Bier. Irgendjemand kommt da rein. Was kommt da rein? Wer kommt da rein? Ich gebe mal als Beispiel, ein Kopfgeldjäger würde mir schon reichen, aber ist natürlich noch cooler, wenn das ein Kopfgeldjäger, ein Rattenmenschen-Kopfgeldjäger ist. Sowas. Es darf auch ruhig ein bisschen konkret sein. Lasst euch was einfallen, ich bin sehr gespannt. Und dann stimmen wir über die besten Sachen ab und gucken mal, ob das so allgemein funktioniert. Das ist ein schöner Test. So, seid ihr theoretisch soweit? Dann gebe ich nämlich nur noch die letzten Hinweise, erkläre noch einmal, was wir eigentlich machen und dann können wir anfangen. Also, für alle, die gar nicht wissen, was ein Pen and Paper ist. Wir spielen in einer fiktionalen Welt, schlüpfen unsere drei Spieler in die Rollen ihrer Charaktere, die sie gerade beschrieben haben. In dieser Welt passieren Dinge, auf die man ganz normal reagieren kann. Ist wie ein Videospiel. Aber es gibt keine grafische Oberfläche. Alles, was sie sehen, schmecken, hören, riechen, alles, was sie mit ihren Sinnen wahrnehmen, beschreibe ich ihnen. Wenn sie also wissen wollen, wie sieht das hier aus, fragen sie mich, wie sieht das hier aus, und ich beschreibe ihnen die Szenerie. Wenn jemand sie anspricht oder sie jemanden ansprechen, verkörper ich alle Charaktere in dieser Welt. Das ist mein Job, sozusagen. Und zwischendurch ist mein Job auch zu diskutieren, ob Dinge gehen oder eben nicht gehen. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber sie gehen fast immer mit Lernen. Fast immer gehen sie, immer ein sehr großzügiger Spielleiter. So, das ist eigentlich auch schon alles. Dann vor ihnen liegen diese Charaktere als Charakterbögen und darauf stehen alle Werte. Das erkläre ich aber, wenn es das erste Mal zum Würfeln kommt, wie dieses Würfeln funktioniert und was das eigentlich ist. So, und dann können wir eigentlich schon loslegen. Ich lese mal einmal vor, wie die Kernwelt aussieht. Das werde ich immer so machen, wenn wir in dieser Welt sind, lese ich so nach und nach immer vor, wie die einzelnen Dinge aussehen. Es ist schwer auf den Punkt zu bringen, wer oder was eigentlich in der Kernwelt lebt. Vornehmlich sind es humanoide Völker aus allen Teilen Tormentosias, die nicht mehr bewohnbar sind. Denen es gelang, den Schergen Sorgoth zu entkommen. Außerdem ein paar Verstoßene und Abenteurer aus den 6 anderen noch freien Reichen. Es verbindet sie wenig, außer einem gesunden Überlebenstrieb und Hang zu Improvisation. Denn es mangelt den Menschen und sonstigen Kreaturen hier an nahezu allem, was man für ein würdiges Leben bräuchte. Tantra, du hast gerade mit dem Rest der Leibgarde von Julia von Ambros seid ihr in Kernheim eingezogen. Das ist die Stadt, die quasi im Kern der Kernwelt liegt. Weißt du natürlich alles. Ihr seid ein paar Tage unterwegs gewesen, also der Sitz der Königin von Ambros ist dann schon ein bisschen außerhalb. Weiter. Das, was ungewöhnlich war, ist, dass Julia von Ambros, die eigentlich dafür bekannt ist, dass ein pompöser Auftritt ist schon was ihr wichtig ist. Also wenn sie irgendwo ankommt, dann soll man sehen, wie viel Reichtum da ist. Sie ist auch einfach eine sehr imposante Gestalt. So, und sie hielt sich sehr bedeckt. Du hast sie während des kompletten Dings eigentlich kaum gesehen. Mal so aus dem Augenwinkel mal einen Blick in die Kutsche geworfen, aber das war's auch. Und als ihr angekommen seid, hat sie der kompletten Leibgarde aufgetragen, bis auf 2, 3, dass ihr alle euch außerhalb des Palastes eine Unterkunft suchen sollt.
Das heißt, du streifst jetzt so durch die Straßen, bist hungrig und brauchst aus einer Unterkunft. Du hast natürlich Geld dabei, das ist überhaupt kein Problem. Du bist nicht das erste Mal im Kernheim, aber es ist jetzt kein Ort, den du wie deine Westentasche kennst, natürlich. Es gibt Reichstrutze, die hier abgestellt sind, wie eine Polizei arbeiten, aber ja, die werden dich erkennen. Deine Rüstung gibt sofort preis, wer du bist und woher du kommst. Aber deine Rolle ist hier natürlich anders. So, und irgendwann stehst du vor der Kneipe zur hinkenden Braut. Und denkst du, ja, auch nicht schlimmer als alle anderen Unterkünfte. Hier ist alles schon ein bisschen unter deinem Standard. Und was möchtest du tun? Nun, da ich Hunger habe, würde ich doch in die stinkende, was? Hinkende? Die hinkende Braut. Nee, wo ist der Unterschied? Eintreten und mal sehen, ob ich dort vielleicht etwas finde, von dem mir nicht gleich übel wird. Okay, ja, du betrittst die Kneipe. Der Raum ist proppe gefüllt mit Menschen, Jumanjen, mit allem, was die Kernwelt so hervorbringt. Also eine Kneipe, die wirklich gut läuft, ist schön beleuchtet, sehr gemütlich, Leute lachen, unterhalten sich, hier und da wird was gespielt. In der Mitte ist ein langer Tisch, an dem sitzen gleich ganz viele verschiedene Völker. Also es ist auch wirklich aus jedem Reich so ziemlich jemand vertreten. In einer Ecke des Raumes sitzt du, Trias. Du sitzt relativ allein in so einer Ecke auf einer Bank. Ich dachte gerade, da sitzt ein Typ, der heißt Dutrias. Nein, Dutrias. Okay, wer ist denn Dutrias? Also du sitzt ja auch in dieser Kneipe. Ja. Du bist in den Ort gekommen. Warum bist du hier? Ja, weil ich habe gehört, dass es hier irgendwelche Leute gibt, die Handtaschen aus Dinoleder verkaufen. Und das geht überhaupt nicht klar. Nee, also das wäre schon ist ein brauchbarer Grund. Ich bin auf der Suche danach, die Unterhändler und die Verkäufer zu finden und die zu vernichten. Okay, genau, du hast dich eben in diese Kneipe jetzt hier, die hat jemand einen Tipp gegeben, dass man hier jemanden finden könnte oder zumindest sich hier mal umhören sollte. Und jetzt hast du dich so in einer ruhigeren Ecke des Raumes platziert. Irgendwie, du hast einen Teller Essen vor dir und ein Getränk und beobachtest den Raum so, als jemand in einer schimmernden Rüstung den Raum betritt. Also wirklich, ne, dir ist sofort klar, ist jemand von den Reichstrutzen. Der Raum wird so ein bisschen ruhig. Mhm. Also alle Leute merken, es ist so ein bisschen die Polizei hat den Raum betreten. Mhm. So. Ja, du merkst natürlich, dass alle dich anstarren und die Stimmung so ein bisschen runtergeht, als du in den Raum kommst. Was tust du? Ich will nur was essen. Beruhigen Sie sich. Schmeckt das? Das hier? Willst du mal probieren, Alter? Was ist das? Guck mal her. Nimm doch mal ein Stück. Du siehst aus wie jemand, der gutes Essen gebrauchen kann. Ja, los, riech nicht so viel. Hau mal richtig rein. Ah, ist das nicht der beste Käse diesseits von der Litikalebene? Sie haben offensichtlich noch nie... Ja, du hast recht. Weißt du was? Das ist alter Abschaum hier. Dieser Käse schmeckt überhaupt nicht. Sie haben noch nie viel Käse gegessen. Ja, aber jetzt iss mal auf, mein Freund. Da, wo ich herkomme, da isst man ein Gastgeschenk auch auf. Ich gehe zur Bar. Okay. An der Bar ist es relativ eng, aber ne, wie du so bist, gehst du natürlich vor. Dich drückt jemand so an der Schulter auf einmal. Passen Sie auf, mein Herr. Sie wissen nie, wen Sie anrempeln hier. Dich spricht ein Wiederzähler an. Du erkennst sofort, dass es ein Wiederzähler ist. Ein Wiederzähler hier? Wie sind Sie denn hierher gekommen? Ich bin auf meinem sogenannten Rumspringer. Rumzähler. Ihre Mutter? Nein, es ist... Du kannst die Unterhaltung hören. Können Sie... Ich versuche das... Können Sie mir helfen, dieses Bitterbier zu trinken? Es ist... Ich komme nicht mit den Zähnen... Hey, alter Knacker, wenn du dein Bier loswerden willst, ich nehme das gerne. Dürfte ich eventuell an Ihrem Hals nuckeln? Das kannst du ja gerne mal probieren, mein Freund. Ja, also kommen Sie, wir sind doch ja alle so unterschiedliche Wesen. Ein wenig Blut, ein Bier... Was gibt es dazu? Niemand wird hier in dieser Taverne ausgesaugt, nicht solange ich hier bin. Das wissen Sie. Aber ich kann verstehen, dass Sie ein bisschen Hunger haben. Was halten Sie davon? Ich gebe Ihnen etwas aus. Was möchten Sie denn gerne? Gibt es etwas außer Blut, was Ihrer Verköstigung beitragen könnte? Na ja, wenn Sie Fleisch hätten mit ein wenig blutiger Suppe, was kann ich denn tun? Ich bin ein Gourmet. Ich wink den Barkeeper her. Die Wirtin, das ist eine Wirtin. Ja, sie kommt sofort zu dir. Was nimmt man denn hier? Vor dir steht, eine
durchaus kräftige, aber wirklich, ne, also für dich auch gut aussehende Frau scheint den Laden komplett im Griff zu haben. So, also wirklich so, während sie zu dir läuft, ey, du da, stell das Glas ab, hier ein Untersetzer drunter, es ist hier nicht bei dir zu Hause, wo es aussieht wie Scheiße. Und kommst du, was kann, wie kann ich helfen? Nun. Ja, ja, ich mach ja schon. Also greift unter den Tresen und gibt dir, schiebt dir so einen Beutel zu. Herr was ist das für ein Beutel? Hallo, Herr Ober. Guckst du rein? Ja. Ist Geld drin. Was soll ich damit? Naja, lassen Sie uns doch die Woche in Ruhe. Ich hab doch gesagt, mehr kann ich diese Woche nicht aufbringen. Die ist ganz verdutzt. Hinter dir fangen sofort von dem Tisch, also da ist ein langer Tisch, da sitzen ein paar Jumanschen dran, die springen sofort auf und fangen an, das Geld einzusammeln. Meine Liebe, ich möchte zwei der besten Stücke. Möchtest du auch eins? Was gibt's denn? Fleisch. Klar, das nehme ich. Drei der besten Stücke Fleisch, sag mal, hier am Haken hast hängen. Du einen an der Marmel, du Spinner? Du holst mir jetzt erstmal mein Geld wieder. Entschuldigung. Ein bisschen ruhiger in der Kneipe. Ne? Du merkst schon, die Leute gucken auch so. Ne? Irgendwie, irgend so ein Genetiker steht vom Tisch aus, so ein 3-Meter-Typ steht halt auf und guckt sich an, was da passiert. Eine Schlägerei! Wie freudvoll! Los, los, fangen Sie an! Wie viel kosten die drei Stücke Fleisch? Ich werde sie entlohnen, so dass sie es sicherlich nicht bereuen werden, sie mir zu bringen. 6 Goldstücke. Da liegen 12. Bringen Sie sie an den Tisch. Also da liegen noch 12. 5 ungefähr. Willst du mich veräppeln, du Spinner? Dir ist übrigens sofort klar, 6 Goldstücke ist völliger Wucher. Also es ist absurd hoch. Ich nehme noch 10. Wie viel liegen denn da? Da liegt gar kein Gold. Da liegen so ein paar Silber und Kupfer. Okay, dann nehme ich 12 Goldstücke und werf sie dahin. Okay. Jetzt liegen sie da. Okay, die Jumanschen wollen anfangen, das aufzuheben. Dann kommt dieser Genetiker. Also um den mal zu beschreiben, ist halt wirklich so ein 3-Meter-Typ mit Armen. Breit wie Boote, so. Und drückt die wirklich so mit einer Handbewegung alle beiseite und hält die Hand nur so auf und die fangen an, ihm das Geld in die Hand zu sammeln. So. Dieses Geld gehört der Dame, die hier bedient. Machen Sie sich mal keine Sorgen, er bringt mir das gleich. Wunderbar, dann bringen Sie doch das Fleisch. Der nickt ihr nur zu. Sie geht weg und ihr hört schon, wie sie so während sie das Fleisch holt, zieht sie schon Redi einen hoch. Okay, ja. Sie ist erstmal weg und holt was zu essen, offensichtlich. Die Augen sind auf dich gerichtet. Das war ein Auftritt. Vielen Dank für das leckere Mahl, das Sie mir jetzt hier holen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Nun genießen Sie es. Es könnte Ihr letztes sein. Das sage ich normalerweise. Wir werden uns gut verstehen. Wir werden uns sehr gut verstehen. Bitte fassen Sie diese Rüstung nicht an. Sie ist frisch poliert. Sie könnten ein paar, wie soll ich es sagen, Verbesserungen durchaus haben an ihrer. Mach einmal kurz, weil es das erste Mal ist. Wir haben eine Abstimmung gemacht aus euren Vorschlägen. Ich kann es leider nicht sehen von hier, oder? Können wir sie jetzt einblenden, liebe Regie? Ach, geht gar nicht. Ah. Okay, wir sind sofort dabei. Alles gut, wir machen gleich weiter. Ist eine kleine technische Schwierigkeit, geht weiter. Entschuldigung, ich wollte euch nicht unterbrechen. Wie gesagt, ihr steht jetzt an diesem Tresen. Ja, also. Gerade du als jemand, der jetzt nicht das erste Mal in der Kneipe ist, dir schon klar, der Auftritt bringt euch nach ein paar Leute ein, die ihm mit nach Hause folgen. Mhm. So, also, und dir fällt auch auf, dass die beiden offensichtlich gar keine Ahnung haben, was sie da tun. Ja, ich stehe mal auf. Aber Jungs, das war ja ein toller Auftritt, aber so wirklich unter Leute geht ihr nicht oft, oder? Nur wenn es sein muss. Okay, Shiny. Darf ich dich Shiny nennen? Wegen deiner Rüstung, verstehst du, weil diese leuchtet. Wenn du da oben an der Decke hängen würdest, wärst du ein prima Kronleuchter. Nee, ja, nichts für ungut. Würfel mal auf Humor. 31. Würfel mal auf Humor. Aber erleichtert, weil. Guck sie dir an. Nee, die sind beide nicht gerade humorvoll. Würfel mal auf Humor, ganz blank. Einfach Humor. Warte mal, wie war das noch 2? Ja, warte. Nee, du musst die richtigen 2 auch nehmen. Nee, aber die. Nee, das sind die falschen 2. Aber warte, das sind die falschen Würfel. Das war eine 8. Das war voll gut. Das ist ein W20. Warum hast du mir den gegeben? Du hast den richtigen Würfel da auch. Da hinten liegt der richtige Würfel. Der hier? Ja, du nimmst den und den. Die beiden zusammen. Also, warte, bevor du es machst. Ja. Einmal als Erklärung für alle Zuschauerinnen. So. Wir würfeln jetzt auf einen Charakterwert bei Nils. Mhm. Den Wert Humor. Wie viel hast du da? 31. Nils würfelt jetzt mit einem W100. Das sind 2 verschiedene Würfel. Einer für die 10er-Stelle, einer für die 1er-Stelle sozusagen. So. Das heißt, du würfelst jetzt
Du hast eine 25 gewürfelt. Das ist ein Erfolg. Er muss unter den Wert 31 kommen. Er hat also eine 31% Chance. Genau. Ihr müsst jetzt lachen, bitte. Der Witz, der sitzt schon. Der ist ein bisschen lustig. Ein lustiger. Also, was habe ich lange nicht mehr gesehen. Das kann ich mir gut vorstellen, Shiny. Sag mal, was hast du der Alten gerade gegeben? 12 Goldstücke? Bei dir sitzt ganz schön locker, was? Oh, die Umfrage ist da. Ich unterbreche mal kurz. Wer oder was kommt in die Kneipe? A, also wir haben hier entweder Ausrufezeichen PNP3, das ist dann ein Dreihorn, sehr schöner Vorschlag. Das zweite ist ein Axolotl-Mensch, Ausrufezeichen PNP Axolotl. Dann ein Gesichtsloser, Ausrufezeichen PNP Gesicht oder ein Drachenkopf-Mensch, Ausrufezeichen PNP Drachen. Für alle, die es noch nie gemacht haben, ihr könnt in den Chat Ausrufezeichen PNP Leerzeichen und das Wort eingeben, damit stimmt ihr dafür ab. Und das könnt ihr während einer kleinen Werbepause tun. Dann haben wir nämlich alles erklärt, ihr habt genug Zeit zum Abstimmen und nach der Werbung sind wir wieder da und sehen, für was ihr euch entschieden habt. Bis gleich. Und da sind wir wieder beim Abend von Ultracore. Nach der ersten Unterbrechung sind wir wieder da. Wir haben die erste Umfrage schon gemacht. Ich löse gleich auf, was es ist. Wir zeigen es dann auch, weil ich es ins Spiel einbauen werde. Also, ihr seid in der Kneipe. Wie gesagt, gerade hat quasi dieser, also wurde, du hast das Geld weggeworfen, das wurde aufgesammelt. Ihr habt schon gemerkt, sie ist offensichtlich, sie hat hier das Sagen in dem Laden. So, ne? Du wurdest jetzt aber auch nicht angegriffen. Also offensichtlich ist schon so, dass man jetzt nicht, ja, ich sag mal, jemand anders, hättest du zum Beispiel das Geld weggeworfen, hätte dir wahrscheinlich schon jemand an Kragen gepackt, dich rausgeschmissen. So. Aber sie hat mich ja bestochen. Genau, absolut richtig. Sie hat versucht, dich zu bestechen. Das ist deinem Charakter auch klar. Also so weltfremd bist du auch nicht. Aber weil kannst du entscheiden, ob du jetzt, du kannst theoretisch auch so weltfremd sein, dass du denkst, ja. Und es war halt auch für dich echt wenig Geld. Aber wichtig ist, du hast nicht verstanden, dass die 6 Gold, die sie von dir wollte, viel zu viel waren. Das weiß dein Charakter nicht. Ja, genau, aber hast du keine Vorstellung von. Genau. Du kannst das theoretisch auch wissen, dass das. Ja. Also, nee, ich würde es so mal sagen. Ja. Also, das ist quasi, als hättest du nach. Werter Tandra, darf ich Ihnen eine Information vermitteln, die Ihnen vielleicht nicht bekannt ist? Das Essen, was Sie freundlicherweise für mich bezahlt haben, vielen Dank an dieser Stelle, ich werde mich Ihnen erkenntlich zeigen, das wurde Ihnen viel zu teuer verkauft. Ein Betrug hat sich hier abgespielt mit Ihnen als Opfer. 6 Gold, wie sie verlangt hat, waren zu viel? Das, für 6 Gold bekommen sie das komplette Königreich. Das komplette Königreich. 6 Gold. Ja, nicht ihres, aber andere, günstigere. Vertrauen Sie mir. Fragen Sie noch mal nach, ob da alles in Ordnung ist. Nun probieren Sie doch erstmal Ihr Fleisch, vielleicht war es das ja wert. Leider war noch kein Kellner da. Sag ich sehr laut und immer wütender werdend. Ja, sie kommt wieder mit 3 Tellern und stellt euch die so hin. Also sie stellt die so vor dir hin. Ich lasse so ein bisschen meine Zähne aufblitzen, sag danke. Und dann nehme ich mir das. Es ist leider nicht so blutig, wie du es erhofft hattest. Es ist wirklich eher so ein Appetitanreger für dich. Also satt wirst du dadurch nicht. Aber es sieht jetzt auch nicht ekelhaft aus. Ihr wisst nicht genau, was es für ein Fleisch ist. Es war auf jeden Fall, es ist wirklich Fleisch. Was machst du mit dem Teller? Ja, einer gebe ich. Wie war Ihr Name? Trias. Trias Trodon. Hallo. Ich glaube, ich habe mich noch gar nicht richtig vorgestellt. Ich komme aus der Lithikalebene. Aus der Lithikalebene? Ja, das haben Sie sicherlich schon festgestellt. Dort, wo die Dinosaurier wohnen. Ganz genau. Hm. Das ist die Lithikalebene. Sagen Sie. Lassen Sie mich raten. Sie kommen aus. Ambros. Ambros. Das ist richtig. Offensichtlich gehöre ich zur Reichstrutze. Ich bin Leibwächter der Königin Julia von Ambros. Sie haben eine Königin? Ach ja, das Prinzip, das müssen Sie noch mal erklären. Julia kenne ich ganz gut von früher. Da gibt es eine Person, die entscheidet über das ganze Volk, oder? Wollt ihr euch setzen oder so? Also ihr steht im Moment so am Tresen, das ist relativ ungewöhnlich. Ich erkläre Ihnen gerne unsere Hierarchien. Natürlich gibt es eine Königin. Es gibt eine Königin, die über alles entscheidet. Es ist unsere Königin Julia von Ambros, die Schöne. Aber sagen Sie, was mich interessieren würde, diese Dinosaurier. Ich habe in der Schule davon gelesen, aber ich habe selber noch nie einen gesehen. Ja, ich kann Ihnen einen zeigen. Ich habe ja meine beiden. Mhm. Komm mal her. Fifi, komm her. Fifi springt. Was ist das? Fifi. Ah, das ist der Schlauch. Das sieht aus wie eine Fledermaus, nur anders. Das ist ein Velociraptor. Aha. Ein Velociraptor. Ich dachte immer, sie sind viel größer. Ist das ein Fleisch- werden auch größer, oder Pflanzenfresser? Oder? Vorsicht. Sie müssen erst, sie dürfen nicht einfach so anfassen. Fifi, der Mann ist okay.
Jetzt, vorsichtig. Am besten, ja, so, dass er die Hand sehen kann und dann am besten so am, ja, so, so mag er das. So, ja, so darf findet er das richtig. So ein paar kleine vorsichtig, vorsichtig. Oh, ich glaube, jetzt möchte er ein Stück von dem Fleisch haben, wenn ihr, wenn sie vielleicht, Natürlich. Geben Sie mir mal. Gut, du nimmst das Stück Fleisch und hältst es und dann siehst du über die Hand weg auf einmal, wie die Tür sich öffnet von der Kneipe und ein Juristograf den Raum betritt. Juristografen sind so eine Art Maschinenmenschen, die irgendwie gebaut wurden von den Dampfzwergen, Programme. Genau so. Die, so. Und Juristografen sind in der Kernwelt dafür verantwortlich, verwalterische Aufgaben zu übernehmen. Der betritt den Raum, die Leute nehmen den gar nicht so wahr, weil die sind sowas wie, die verkünden halt, also. Es ist ein Ding, eine Sache. Sieht aus wie so ein völlig knorriges Skelett aus irgendwie Metallschrauben und irgendwie unten ist so ein kleiner Auspuff dran, aus dem so Dampf rausschießt. Und die laufen im Grunde rum und verkünden Dinge, laden zu öffentlichen Versammlungen, geben Beschlüsse bekannt. Sind das Maschinen oder Lebewesen? Ja, es ist so ein bisschen beides. Das ist eine sehr gute Frage. Das sind so alte Rudimente. Also das kommt aus der Welt von Askelia. Es ist beides. Es war mal am Leben. Genau. Doch durch die Kraft der Wiederzähler wurde es zu neuem Leben erschaffen. Wenn Sie Ihre Lieblingstiere, wenn die irgendwann mal an, weiß ich nicht, einem Stück Fleisch im Hals verenden, dann bringen Sie die zu mir und ich mache sie wieder ganz. Das ist ja Blasphemie. Das ist keine Blasphemie. Wenn das Tier stirbt, dann steigt die Seele auf in die großen Hallen des Krieges. Ja, exakt. Und die große diese Lochkarte bringt alles Nützliche wieder hinein in den Körper. Warum soll der Körper denn vergehen? Das ist Blasphemie, weil die Seele aus dem Körper gefahren ist. Der Juristograf geht jetzt so rum und verteilt an allen Tischen, also hält den die hin, manche nehmen die Blätter und jetzt kommt er an euren Tisch. Protokolleintrag B47 zu Ihrem Interesse überreicht. Kannst du das zeigen? Mhm. Geht einfach weiter, geht sofort weg. Lebendig. Welfüß und Blasch. Also sie bekommt einen Steckbrief überreicht. Gesucht, tot oder lebendig. Gern tot. Name Quellfürst Kublasch. Ich glaube, da steht Duellfürst. Nee, Quellfürst. Okay. Gesucht. Lernt man nicht das Lesen in 1000 Jahren? Wenn man es nicht will. Gesucht wegen Verbrechen gegen den Pakt des Kerns. Belohnung 10.000 Goldstücke. Nun ja, man könnte es ja trotzdem machen. Also ja, genau. Ist für dich jetzt, ist schon eine gute Summe. Aber ja. 10.000 Goldstücke. Wichtig ist einmal zur Lohn. Mich würde interessieren, welche Verbrechen das denn gewesen sein sollen. Ein Verbrechen gegen das. Manche Leute sagen, Wiederbelebung wäre ein Verbrechen. Du hast Kernwissen. Ne? Ja. Das hat er Roll mal auf Kernwelten. Kernwissen. Kernwissen. Roll mal kann auf ich Kernwissen. Den mit? Mit den beiden, mit dem und dem. Auch ein W. Kann ich den nicht irgendwie 50, fragen, ne? Oder so? Ja. Den Roboter? Doch, kannst du gleich machen. Okay. Ich will nur eben einmal würfeln, ob er weiß, was das bedeuten könnte. Eine 9 hast du gewürfelt. Das ist ein sehr gutes Ergebnis. Das ist sogar ein kritischer Treffer. Du weißt nicht nur, woher Quellfürst Kublasch kommt, du weißt, Quellfürst Kublasch, du weißt sogar, wer er ist. Quellfürst Kublasch ist ein Abgesandter der Kinder der Quelle. Also Yalkassa, die Führerin der Kinder der Quelle. Ich lese mal kurz vor, wer die Kinder der Quelle sind. Das ist wahrscheinlich die beste Herangehensweise, denn keiner von euch gehört ja diesem Volk an. Blauhäutige, friedfertige Humanoide, die sich in den südlichen, flüssigen Ebenen niedergelassen haben. Sie scheren sich wenig um die Belange der anderen Völker. Selbst ihre Rolle im ewigen Krieg war überraschend gering. Sie entgingen durch diplomatische Lösungen und geschickte Handelsverträge Invasionen oder unnötigen Schlachten und widmeten sich stattdessen unentwegt der Erforschung des Aqua. Diese Essenz des Wassers können sie mittlerweile speichern und freigeben. So können sie Magie wirken, die kein anderes Wesen Tormentosios auch nur zu erahnen vermag, und haben eine Religion um diese magische Ressource gegründet, die ihre Gesellschaft dominiert. Sie leben in kleinen Gemeinschaften, die quer über das Land verteilt sind. Mit Booten, die zusätzlich Räder haben, reisen sie, dank üppiger Winde, schnell durch die weiten Landschaften und brauchen so keine zentrale Hauptstadt. Selbst ihre Herrscherin Yalkassa reist stets durch die Lande und besucht ihre Untertanen. In jüngster Geschichte haben die Kinder der Quelle vermehrt daran geforscht, das Aqua auch als Waffe einzusetzen. Wie Kugeln schleudern sie es, hüllen ihre Klingen darin oder fangen es in Fiolen ein, um es dann als Wurfwaffen zu binden, die so plötzlich mit der Energie steuerbar werden. Ansonsten nutzen sie keine Technologien. So, und Quellfürst Kublasch ist nun einer der höchsten bei den Kindern der Quelle, also der Entsandte, der zu diesem Kernkongress geschickt wurde. Da auch nochmal wichtig, es gibt Gerüchte, dass dieser Schild undicht ist. Also insbesondere, was heißt Gerüchte? Es ist eigentlich bewiesen, dass in den nördlichen Landen immer wieder durch die Höhlen einzelne Gothkin eindringen konnten. Aber jetzt werden es so viele, dass man vermutet, das kann nicht nur durch die Höhlen sein. Da muss irgendwie kommen die durch diesen Schild. Und darum haben alle Völker entsandt, deswegen ist Julia von Ambros auch hier und deswegen bist du hier, um zusammenzukommen und so eine Art Kongress zu halten und zu beschließen, wie gehen wir jetzt damit um. So, und er ist mit Sicherheit, und du weißt, dass er das ist, er ist der Entsandte, also eigentlich
ein wichtiger Diplomat, dass er jetzt gesucht wird, ist nicht normal. Also, dass vor allem, dass auf ihn Kopfgeld ausgesetzt wird. So. Okay. Aber was hat er denn nun getan? Nun, das ist die große Frage, denn der Quellfürst Kublasch ist nicht unbekannt. Er ist ein wichtiger Diplomat, der vermutlich auch wegen des Kongresses hier ist, zum Schutze des Kerns. Aber warum würde jemand eine Belohnung auf ihn aussetzen? Möglicherweise möchte jemand verhindern, dass er am Kongress teilnimmt. Interessante Schlussfolgerung. Hm. Wolltest du mit dem interagieren, mit dem Juristografen? Ne, ich wollte ihn im Grunde fragen, was hier jetzt schon rausgekommen ist. Nee, hat hier, er hat schon alles gesagt. Stimmt, der Typ ist nicht gekommen, sondern ein Juristokrat ist mit dem Bild von dem Typen gekommen. Ja, okay. Wichtig nochmal, nur damit du weißt, was du so kannst. Das ist eine Maschine, ne? Du kannst mehr Informationen aus dieser Maschine holen. Ja, das wollte ich ja gerade versuchen. Okay, genau. Was ist eine Maschine? Lassen Sie mich mal. Der Juristograf, der dir das gegeben hat. Lassen Sie mich mal meine kleinen Lochkartenfingerchen an diesem Gerät ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Du kannst die Lochkarte, die in dem Ding ist, rausnehmen und daraus Informationen kriegen. Ja! Okay, möchtest du das tun? Schaffen Sie mir die Lochkarte dieser Maschine. Oh, das ist und ich kann Ihnen noch mehr Informationen geben, als er auf diesen kleinen Zettel da schreiben konnte. Natürlich. Ja. Ich nehme die Zettel da raus. Auch sehr gut gemacht, weil tatsächlich, hättest du das gemacht, hätte jemand was gesagt, steht dir völlig frei, die da. Er wäre aber nicht mehr lange am Leben gewesen. Er gibt dir die Lochkarte. Also in dem Moment, wo du die Lochkarte rausziehst, fallen die Arme von diesem Juristografen nach unten, der bleibt einfach stehen. Und lässt diese Zettel fallen. Also überall auf dem Boden liegen jetzt diese Zettel rum. Die behalte ich, ne? Willst du die versuchen zu verstehen? Ist gut, natürlich. Ich stecke sie in meinen Würfel mal drauf. Mantel. Du hast dir irgendeinen Wert gegeben. Ja, ich habe leider so viele Würfel gerade. Was hatten wir? Zahlenhandel, glaube ich. Die beiden gelben musst du nur werfen. Okay, die beiden gelben. Gib dir die so. Und ich habe hier würfeln, zum Thema Zahlenhandel 76. Ja, dann hier würfeln. Beide musst gelben. Du 76 oder weniger. 51. 51. Du hast geschafft. Oder weniger. Yeah. Okay, ich lese sie aus. Das sind Geräusche, die Sekunde, ich guck mal nach, was du noch an Informationen. Eine Frage. Mhm. Wie funktionieren diese Lochkarten? Also, es gibt wirklich solche Lochkarten. Ja, aber wie lese ich die denn aus? Du liest die nicht aus, du guckst dir die an und kannst die verstehen. Ach so, ich guck die an und das ist eine der ganz alten Nachrichtenlochkarten. Ja, also, ich weiß stimmt ja, schon, das wäre jetzt nicht die neueste Technik. Ne? Was hier so rumrennt, das haben die Wiederzähler. So, den Rest, den sie noch übrig haben. Ja, das sind die Dinge, die wir nicht mehr brauchen. Ne? Die schieben wir einfach über die Landesgrenze rüber. Irgendjemand wird sie schon finden. Leider hat er auch nicht viel mehr Informationen. Allerdings kannst du aus der Karte... Gesagt, der kann mega viel wissen. Alter, ich sag dir doch gerade was. Ach, du Spatzhauke. So, aus der Karte kannst du aber auslesen, wer die ausgestellt hat. Oh, ja. Und was ungewöhnlich ist die Kopfgeldjägergilde der Stadt hat diese Karte ausgestellt. Meine das Herren, ist nicht normal, dass die einen Juristografen beschwittern dürfen. Das ist enorm ungewöhnlich. Diese Karte wurde ausgestellt von Personen, die eigentlich keinen Zugriff haben sollten. Sogenannte... Wie noch mal? Die Kopfgeldjäger-Gilde. Die Kopfgeldjäger. Mhm. Dieser Mann wird also nicht wirklich offiziell gesucht, sondern von einer dritten Partei. Die Kopfgeldjäger. Aber die Kopfgeldjäger können doch nicht einfach eigenständig einen hochrangigen Diplomaten zur Jagd freigeben. Warte mal kurz, hast du irgendwas, was dir Wissen über die geben könnte? Also hast du sowas wie er zum Beispiel Kernwissen? Hast du irgendwie so urbanes Wissen, irgendwie sowas? Nee. Dann wirf mal auf deinen Standardwert bei Wissen. Was hast du da? 10, ne? Ne, was hast du da? 24. 24. Ja, würfel mal. Die beiden, ja. 73, ne, leider nicht geschafft. Ja, also hast du mal gehört, aber wo die jetzt sind oder nur, du weißt nicht mehr darüber. Mhm. Ach so, ja. Ich wollte nur gucken, ob er mehr Informationen dazu hat, weil er sich am besten in der Stadt auskennt. Ja, aber okay, wir wissen jetzt, sind halt Kopfgeldjäger. Genau, das wisst ihr. Was kann das bedeuten? Kennen Sie sich aus mit dem Beruf des Kopfgeld? Was jage ich dann Geld oder jage ich Köpfe? Was? Worum geht es? Was ist denn Kopfgeld? Das bedeutet einfach, dass wer immer diesen Diplomaten tot oder lebendig abliefert, der kriegt 10.000 Öcken. Die Frage ist nur... Für den Kopf, oder? Hat er das Geld bei sich? Naja, ich meine, wenn man den Kopf bei sich hat, dann hat man den Nachweis erbracht, dass man offensichtlich... diese Person getötet hat. Ich weiß nicht, wie das in ihrem Volk ist. Da hätte ich aber schon einige Köpfe hätte ich zu Geld machen können, wäre mir das früher bewusst gewesen. Naja, sie müssen ja gesucht werden. Sie können nicht einfach Leute umbringen und sie verkaufen, verstehen Sie? Offensichtlich lässt sich das ja arrangieren. Das ist ein essentieller Teil seines Volkes. Mhm. Nun, vielleicht müssen wir dieser Gilde auf den Grund geben. Ich wink die Bardame her.
Ja, doch, sie kommt. Ja, sie kommt zu dir. Ja. Gute Frau, können Sie mir vielleicht Informationen geben über eine sogenannte Kopfgeldgilde hier in der Stadt? Hast du irgendein soziales Talent, das dir gerade helfen könnte? Weil euer Start war jetzt nicht super gut. Autorität. Ja, wir würfeln mal auf Autorität, das ist gut. Hätte ich eben mal fragen sollen. Das habe ich verpennt. 71, was hast du bei Autorität? 65. So, was? Stell die Frage nochmal bitte. Ob sie, Informationen zur Kopfgilde. Naja, guckt sich so ein bisschen um. Ich jetzt nicht direkt, aber frag doch mal draußen vor der Tür. Weißt du nicht von mir? Und dann geht sie auch schon wieder. Also ein Thema, das ihr unangenehm ist, offensichtlich. Draußen vor der Tür? Aber es regnet. Ja, es regnet. Von mir aus, es regnet. Ja. Oh, stimmt. Aber was ist, wer ist denn vor der Tür? Soll ich rausgehen? Ich habe eine Kapuze auf. Das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Geile Qualifikation. Ich habe eine Kapuze auf. Ja. Soll ich? Ja, ihr könnt sitzen bleiben und weiter essen. Du kannst rausgehen, wie ihr das wollt. Ich will mich jetzt nicht ungern von allen trennen, wenn es nicht, wenn's das Abenteuer dann. Na, dann gehen wir eben alle zusammen. Haben wir denn hier alles? Wissen wir nicht, ne? Habt ihr das Gefühl, wir haben alles? Also da steht halt noch dieses Ding ohne Gesicht rum, ne? Also dieser Juristograf steht da jetzt noch. Naja, der ist jetzt halt, ich meine, eine Maschine, die nicht mehr geht, die ist quasi dann, sie ist ja verfügbar für die Zukunft. Du, darf ich mal was ausprobieren? Was los? Hey, ich wollte doch nochmal deine Lochkartensammlung angucken. Was ist denn? Ich hab dich doch mein Dino streicheln lassen. Ich gebe ihn eine Lochkarte. Ja, zeig doch mal. Aber nicht die, nein. Die gebe ich Ihnen. Okay. Diese Lochkarte. Und wie haben Sie das davon jetzt gemacht? Mehrere. Dann hast du die da reingesteckt, oder? Ja, steckst sie wieder rein. Ja. Okay, das Gesicht springt wieder an. So, ne, ist halt wieder das war meine Erotik-Lochkarte. Und er fängt wieder an rumzulaufen, sammelt diese Zettel wieder auf. Das war meine Erotik-Lochkarte. Für die düsteren Abende in der Höhle. So. Holen Sie die wieder. Schnell. Nein. Das ist die Erotik-Lochkarte. Der fängt halt an zu tanzen. Also fängt halt so an. Das ist aber interessant, also was haben die denn noch so für Lochkarten? Also von dieser Lochkarte habe ich noch nie ist halt wirklich gehört. So, ne, also macht so einen ganz, ganz schäbigen Tanz. Also wirklich immer nur so auf der Stelle, ist relativ simpel. Macht der gefällt mir, den nehmen wir mit. Jetzt will ich die nicht mehr, die Karte. Ah? Was, ein Roboter willst du mitnehmen? Ja, der tanzt die ganze Zeit. Der besitzt, der gehört doch wahrscheinlich der Bar, oder? Ja, wie willst du das machen? Ja, du sollst einfach hinter uns herfahren. Ja, du kannst jetzt, da ist nicht das Protokoll. Also, okay, versuch. Sag mir, was du tust. Kria, seien Sie vorsichtig. Damit kann ich arbeiten. Auf dem Schnall von Lochkartenmaschinen stehen enorme Strafen. Tatsächlich? Gerade hier in diesem Gebiet. Ja, damit also, ja, auch nochmal, du weißt das natürlich. Das ist ein offizielles Gerät. Wenn Sie ihn hier entwenden sollten von seiner angestammten Arbeitsstätte, dann ist das eine Möglichkeit. Also, solange ihr ihn dabei habt, würde das gehen, aber nur, wenn er das für gut befindet. Es ist eine. Komm schon! Es ist eine legale Grauzone. Es ist ein Erotikbot. Es ist ein Erotikbot. Ich darf es auch ganz ehrlich sagen. Aber komm, wir nehmen ihn mit, oder? Wir nehmen ihn mit. So, Eros. Wir müssen diesen Druiden weiter inspizieren. Lassen Sie uns bitte durch. Und er tanzt wahrscheinlich dann so hinter uns her. Also, wie nehmt ihr den mit? Weil der steht da und tanzt. Wir schieben den dann so. Okay, in dem Moment, wo ihr ihn anfasst, kommt er und versucht, eine Hose zu öffnen. Na gut, ich habe eine Ritterrüstung. Ja, er klimpert da so dran rum. Während du ihn so rausdrückst, lauft ihr so raus und er klimpert die ganze Zeit vorne so an deiner Rüstung. Ist es nicht das, wonach es aussieht? Okay, wir schieben ihn raus und gehen mit dem Roboter raus, während er da rumklimpert. Okay, ihr kommt ins Freie. Draußen regnet es, ihr hattet ja bezahlt, ihr lasst es, also alles in Ordnung. Man guckt euch so ein bisschen hinterher, während ihr rausgeht. So, dann, ihr kommt raus und vor der Tür ist sofort Tumult. Rechts von euch ist irgendwie so eine Gruppe, die offensichtlich um jemanden herumsteht und der versucht den die ganze Zeit, seht euch das doch an, ich will euch doch, was denn? Also er versucht irgendwas zu argumentieren, die schubsen den die ganze Zeit. Also ihr könnt es im Dunkeln noch nicht so richtig sehen, ihr müsstet näher gehen, aber irgendwas passiert da. Wer beschubst wen? Da stehen irgendwie so 3-4 Gestalten um jemanden herum, ihr könnt nicht sehen, wer da steht, weil der halt so, der ist wesentlich kleiner als die und schubsen den und bedrängen den und der versucht irgendwie mit denen zu reden und er hat einen dieser Zettel und zeigt da immer drauf, aber die hören ihm irgendwie nicht zu. Mhm. Ja, wer ist denn dran? Ja. Ich weiß gerade nicht, wer ist denn der? Wer fühlt sich denn berechtigt, hier immer die Autorität zu Also haben? Ihr habt gehört, ihr sollt draußen mit jemandem reden und das sind die einzigen Leute, die da jetzt gerade rumstehen. Entschuldigung, ich möchte dieses Spiel nicht unterbrechen, aber hey! Die drehen sich um. Ach du Scheiße, die Reißtrutze! Und fangen alle an, sofort nach ihrer Waffe zu greifen. Oh, Krieg!
Also zwei von denen rennen einfach sofort weg, aber ein großer Genetiker und da ist noch ein Jumanche dabei, so ein Elchmensch. Und die fangen sofort an, nach Waffen zu suchen. Also ich habe auch direkt den Stab gezogen. Okay. Ja, ich ziehe meinen Speer und sag meinen Raptoren, also während er da interagiert, sage ich meinen Raptoren, sie sollen hinter die laufen. Okay. Also, ne? Würfel mal drauf. Ach so, das muss ich erst. Ich dachte, das kann ich denen schon mal. Nur wenn die nicht so. Ja, also. Du musst denen ja sagen, wo die hin sollen. Auf was würfelst du? Kämpfen ist das doch, oder? Ja. Kämpfen wäre jetzt für mich ein Angriff. Ja, die sollen sich halt in Position bringen. Die ziehen ihre Waffen. Ich ziehe auch okay, meine Raptoren. Ich lasse dich das jetzt würfeln. Nach diesem Kampf müssen wir nochmal verhandeln. Gut. Das ist was anderes als nur kämpfen. Zu sagen, positioniert euch in einer bestimmten Position und sagt dann, macht dann, was ich als nächstes sage. Okay. 13 ist so ein kritischer Erfolg, deswegen sage ich, ja, die schaffen das. Also ich würde es ab jetzt einfach erschweren, wenn du solche Manöver machen willst. Okay. Das ist das Einfachste wahrscheinlich. Mhm. Okay, ja, die laufen um die rum und umzingeln die. Die sehen das natürlich sofort. Dieser, also der Elch Jumanche holt so einen riesigen Streitkolben hervor. Es ist, der ist halt auch 2,5 Meter hoch und das ist so eine Art Hammer, an dem auch irgendwie so Zähne und irgendwas von anderen Jumanchen dran sind. Mein Gott, wo will denn der Hammer mit dem Menschen hin? Der Genetiker klappt, also schwingt seinen Arm so nach unten. Dieser Arm klappt so aus und ist so eine Art eklige Knochenpeitsche. Mm. Und fängt halt an, damit so in der Luft rumzuschlagen. Kümmert euch lieber um meinen eigenen Scheiß! Vorsicht! Jetzt seht ihr auch, wer da neben denen steht. Neben denen steht ein Kind der Quelle. So eine relativ schmächtige Gestalt steht da und irgendwie versucht, so aus der Situation rauszukommen, aber die halten den so fest. Ach, also ich habe ja gerade Fleisch gegessen. Mir ist es gar nicht nach Elch gerade. Naja, also ich könnte schon noch einen Nachschlag. Sie könnten noch Elch vertragen. Ich könnte noch, ich habe noch ein bisschen Elch. Immer noch ein bisschen Elch. Raptoren haben auch noch Hunger, glaube ich. Kleiner, komm mal her. Ich rufe den Kleinen her und bringt das da hinter sich hinter mich. Ja, stattdessen schießt der Elch los. Der rennt auf dich zu und holt mit seinem Kolben aus. Moment, also er war schon am Schnauben und rennt auf dich zu. Aber ich bin noch viel schneller und habe ihn schon längst. Der ist schon noch 2-3 Meter weg. Ja, okay. Ich will hören, was du machen willst. Deswegen. Naja, ich würde versuchen, natürlich meinen neu gewordenen Freunden zu helfen. Und da ja keiner weiß, wie stark mein wie heißt der Brutzler, mein Elektrostab ist, dann kann ich ja vielleicht den so in die Mitte zwischen die beiden halten, dass sie vielleicht beide einen Schock kriegen, aber getrennt werden. Aber, meine Herren. Also du möchtest versuchen, ihn quasi eher einzuschüchtern mit dem Ding? Naja, ich will ihn so ein bisschen, hey. Mhm. Also er kommt, wie, ja, dann würfel mal eine blanke Attacke mit dem Elektrostab. Okay. Welchen Wert hat Glück, wir haben uns noch gar keine Waffe. Wir haben uns auch noch gestimmt. Ja, weil wir machen nur Schaden erstmal. Das mach ich gleich on the fly, sag ich dann. Okay, also nochmal bitte, was soll ich machen mit dem, ich hab Stabkampf 75. Genau, dann würfel mal. 60, würdest du schaffen. Okay. Geil. Warte mal. Ich unterstütze das Geräusch mit einem weiteren Geräusch. Der Elch. Also der Elch Jumanche holt halt auch, also merkt das und schlägt den Stab so beiseite. Also während er rennt weiter auf dich zu, was willst du tun? Ja, ich zieh meinen Zweihänder und hack ihn in Stücke. Gut, dann würfel eine Attacke auf ihn. Na dann. Mein Zweihänder heißt übrigens. Das ist wahrscheinlich schon so hoch, aber fairerweise muss ich es erleichtern, weil er hat halt gerade seine Waffe, wo einer 20 erleichtert auch noch. Dann habe ich 120. Ja. Dann kannst du nur noch einen kritischen Misserfolg würfeln. Sind nicht 77, jetzt auch kein besonders, aber ja, ist ein Treffer. Okay, du triffst ihn, würfel mal mit 3W20 Schaden aus. Das ist schon krass, wenn du ihn so triffst. Drei? Alle wollen direkt Krieg hier. Ja, ich hab sofort gesagt, wir greifen den an. Okay, nee. Ja, eigentlich wollten wir nur mit ihm reden. Ich hab einfach nur hey gesagt und dann haben die ihre Waffen gezogen. Er hat als erstes, wobei die haben es. Nee, also ich würde nicht sagen, diesmal war ich es nicht. Ich wollte mit denen reden. Die haben sich umgedreht, die Waffen gezogen. Ist okay, ist gelaufen, wie es gelaufen ist. Ja, wäre auf Autorität, hätte ich zugelassen. Hatte ich keine Chance zu. Okay, wie viel hast du gewürfelt? 27. Okay. Oh, das ist so schnell. Mathe. Ja, du hast recht. Gut. Warte. Mal notieren. 25. Okay, du schlägst und triffst ihn an der Schulter und ist. Und er geht halt einen Schritt zurück. Oh, beruhigt euch! Ich bin ganz ruhig. Kann ich ihn jetzt noch einmal brutzeln? Auf jeden Fall. Kann ich noch einmal kurz brutzeln jetzt? Darf ich kurz abraten? Na gut. Wir können das immer noch machen, aber vielleicht lass uns doch verhandeln. Ja, vielleicht sind die Herren ja jetzt gesprächsbereit. Wir reden richtig gerne.
Ja, das merke ich. Also auch für euch wichtiger Hinweis, Genetiker sind ziemlich oft nicht die allerhellsten. Also würde soziale sagen, Proben gegen Genetiker sind immer erleichtert. Da ist der Elch ja gerade noch mal an uns vorbeigegangen, was? Wirf mal auf Humor. Muss er jetzt bei jedem Spruch auf Humor würfeln? Wenn er einen Witz würfelt, ja, wirft er auf Humor. 84, komplett daneben. Der findet den richtig scheiße, den Spruch. Ja, alle finden ihn scheiße. Also richtig scheiße. Wow, 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 oh. Der ist richtig sauer. Du siehst, wie der auch wieder nach seinem Kolben greift. So. Okay, ganz ruhig. Würfel mal auf irgendwas. Mit was möchtest du ihn wieder beruhigen? Autorität. Würfel auf Autorität. Oh Mann. Nils! Also ich sage euch nochmal, Jumanjen sind ziemlich allergisch auf Witze darüber, zu welcher Art sie gehören. Die sind stolz auf ihre Herkunft. Ja, guck mal, die beiden jetzt? Ja. Nee, Quatsch. Entschuldigung. Den und, was den anderen? Den. Die beiden. Ich nehme dir die W20 mal weg. Dann 46. Okay, hast du geschafft. Ja. Gut, ja, er beruhigt sich erstmal wieder. Vielleicht lassen wir kurz alle unsere Waffen, ob verbaler Natur oder aus Augen, kurz stecken. Also er senkt den Kolben und lässt ihn so auf den Boden sinken. Darf ich kurz fragen, was sie mit dem kleinen Bengel dort auf sich hat? Ich bin kein Bengel, ich bin Joktoll, der Bote. Ja, das sage ich doch. Du hältst die Schnauze. Hey, hier. Der wollte uns anheuern. Und dann aber nicht bezahlen. Anheuern für, bitte was? Ich brauche eine Eskorte. Du hältst die Schnauze! Und ballert ihm halt eine. Hey. Und der Kleine geht sofort zu Boden, das ist ein schmächtiger Typ. So. Eine Eskortdame? Ich hatte der keine Ahnung von der tollen Mund, Stadt. Der sagt erstmal nichts mehr. Wenn ihr eine Eskortdame braucht, wir haben hier zumindest einen Eskortroboter. Das ist Eros, wobei es regnet gerade, vielleicht ist es eher errostet. Oh Würfel Gott, mal auf Humor. Oh Gott, ich hab's sterben nur ich hab's in der Sekunde habe ich's kommen sehen. Richtiger Kack-Gag. Keiner lacht. Der war doch gut. Okay, ich verstehe. Nur der Genetiker lacht. Stößt der Kleine noch so. Ja. Okay. Ich helfe dem Kleinen kurz auf. Also einmal, um die Situation zu beschreiben. Ihr steht quasi hier. Hier ist dieser Elchtyp und die sind schon noch ein Stück von euch weg an der Hauswand. Und hier ist dieser Genetiker und da ist der Kleine. Du müsstest an dem Elch vorbeigehen, direkt neben dem Genetiker dem Jungen aufhelfen. Ja. Okay, also du gehst los. Mhm. Ich geh ganz bewusst an dem Elch nochmal vorbei, dem ich den halben Arm abgeschlagen habe. Okay, der steht da, der guckt dich wütend an, aber er macht erstmal nichts. Mhm. Okay. Und dann gehe ich runter und helfe dem Jungen auf. Okay, das gelingt dir. Du hilfst ihm hoch. Er guckt dich an, so ein bisschen Hilfe suchen und hält sich irgendwie die Wange. Nun, kleiner Mann, die Schelle war nicht ganz unverdient. Aber nun sage mir, wofür brauchst du eine Eskort? Ich muss einen... Du hältst die Schnauze! Und holt richtig aus und will ihm gerade richtig eine zwiebeln. Willst du irgendwas dagegen tun? Also der Genetiker haut dem jetzt richtig eine rein. Kann ich den Stab benutzen? Ja, du bist ja... Okay. Nein, du bist bestimmt. Also du kannst ihn werfen zum Beispiel, das könntest du. Also ehrlich gesagt würde ich gerne versuchen, mit meinem Zweihänder eben die Beine wegzuhacken. Also sich so weg und abhacken, ja, quasi. Quasi, während er so ausholt, duck ich mich und hack ihm so die Beine weg. Okay, würde ich um 60 erschweren, aber... Okay, Würfel. Um 60 erschweren. Das ist aber sehr... Wieso ist das so schwer? Das ist halt kein unerfahrener Kämpfer. Der sieht, dass du deinen Zweihänder schwingst und so. 60 ist schon fair, wenn du einen Gegner quasi komplett besiegen willst in einer Attacke. Danach ist der im Grunde besiegt. Alles, was du sagst, ich hack jemandem irgendwas ab, werde ich dir immer richtig krass erschweren, weil aber das versuchen die Leute zu verhindern in der Regel. Naja. Ja, okay, ich will's nicht am grünen Tisch. Du bist der Chef. So, was muss ich nehmen? Du musst es doch am grünen Tisch machen. Nee, ich muss doch am grünen Tisch machen. Würfel. So, und du musst auf deinen Attackewert für das Ding. Du hast Schwertkampf, hast du 100. So 60er Schwert, 40 oder weniger. 60, nicht geschafft. Ganz kurz, darf ich mal was fragen? Woran erkennst du, was 60 und was 90 ist? Es ist 90, oder? Oh, stimmt, es ist wirklich 90. Gut, dass du gesagt hast. Weil das habe ich eben bei dem Gelben schon nicht gecheckt. Nee, es ist da 60. Ist kein Punkt und so, oder? Bei den Dingern. Stimmt, der hat keinen Punkt. Der Gelbe auch nicht. Deswegen habe ich mich eben schon, weil meiner hat auch keinen Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt, den du da anbringst. Ach so, du kannst, aber man kann doch, du kannst an den anderen sehen. Du siehst die anderen Zahlen in der Reihe. Das ist eine 60. Okay. War jetzt ein Glückstreffer, aber ist eine 60. Guck mal, haben wir nicht.
Okay. Du holst aus und schlägst. Er schafft's aber mit seiner Knochenhand, deine Klinge abzuwehren. Und jetzt ist der richtig sauer. Der weiß halt, jetzt wird gekämpft. So. Der Elch nimmt auch sofort die Waffe wieder hoch, als der sieht, dass du den angreifst. Und was dann passiert, sehen wir nach einer kurzen Pause. Wir sind nach der Werbung wieder da und dann sehen wir, ob es im Kampf kommt und wie dieser Kampf eventuell ausgeht. Bis gleich. Herzlich willkommen, Twitch. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja. Apropos, ich habe hier meinen Laptop für eine kleine Google-Suche vorbereitet. Nein, Quatsch. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich kann meine Brust zeigen, aber jetzt ich habe keine Öffnung. Wie soll das gehen? Wir können jetzt Temperatur runterdrehen. Aber so, wir sind wieder in der Situation. Du hast gerade versucht, ihm die Beine wegzusäbeln. Er ist dabei. Er wehrt das mit seiner Klinge ab. Und der Elch greift auch wieder nach seiner Waffe. Was wollt ihr tun? Die Raptoren stehen ja immer. Also ich nehme auf jeden Fall hier meine Schleuder. Mhm. Und Schleuder. Also ich habe die hier so, wenn das Geile an der Schleuder ist ja, man kann die ja... Also du willst die einfach nur drehen erst? Ja, ich will die so wirklich so vorbereiten, dass ich in jedem Moment einsatzbereit rumschleudern kann. Ähnliches bei mir, nur bin ich schon... Also ich hab ja hier den Kofferklaus und den habe ich dabei. Natürlich habe ich jetzt vielleicht nicht gesagt, aber ich habe ihn im Koffer die ganze Zeit so. Würde ich den halt schon mal so werfen, so dass er halt so aufgeht und Kofferklaus schon mit gespitzten Krallen... Du musst erst mal erklären, was Kofferklaus ist. Ich wollte gerade sagen, erklär einmal, was Kofferklaus ist. Kofferklaus ist das hier. Kofferklaus ist ein kleiner Menschenmaschine, zusammengenäht aus dem Besten, was die kleinen Größen zu bieten hatten. Und der ist mein Kampftier. Der ist mega krass. Der ist 60 auf... auf alles. Also sehr wichtig ist, der funktioniert nach der Lore wirklich. Also du hast quasi einen kleinen Ghoul, den du immer in so einer Art Koffer dabei hast. Ja. Okay. Ich hab gesagt, Kofferklaus. Du wirst den aus diesem Koffer. Der kommt so raus, knallt auf den Boden, springt auf. Kofferklaus! Das haben wir 100-mal probiert. Kofferklaus trainiert. Haben wir das. Der Elch sieht den. Lässt sofort seinen Streitkolben fallen und rennt weg. Dann werde ich nicht dran. Gut, also genau er so. Was zum Henker! Und rennt halt weg. Also er sieht Kofferklaus und denkt, ach du Scheiße. Gut. Also das ist auch wirklich, Root Ghouls sind nichts Normales und Kofferklaus ist wirklich eine richtig widerliche Abnormität. Ja, der ist halt zusammengenäht aus irgendwelchen Lebewesen so. Ja, das ist das nichts Normales. Nicht. Das war mir. Also auch ihr beide seht Kofferklaus und denkt, was zum Bäh! Das muss ich mir merken. Außerhalb Assiliats ist das offensichtlich eine ganz besondere Spezialität. Ist das Kofferklaus. Ist das ihr Kind? Man könnte es so sagen. Er ist mir genauso wichtig wie ein Kind. Oh mein Gott, dann will ich nicht die Mutter sehen. Die würden Sie gerne mal sehen. Teile von ihr sind auch damit eingebaut. Und das Beste ist an Kofferklaus. Der ist unsterblich und er kennt nur ein Thema. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Er würde auch für euch kämpfen, wenn ich es ihm befehlen würde. Das ist Blasphemie. Was ist das für ein Wesen? Das fragen Sie ihn doch. Das ist eine Vergewaltigung der Natur. Fragen Sie Kofferklaus, ob er einverstanden ist. Fragen Sie ihn doch. Ich frage ihn gar nichts. Jetzt sind wir gerade mitten im Kämpfen. Nein, der eine ist abgehauen. Nee, aber der eine ist abgehauen. Diese Blasphemie hat uns gerade das Leben gerettet. Ihnen das Leben gerettet. Sag mal, ist das in dem Koffer nicht ein bisschen eng? Kriegst du da nicht Klaustrophobie? Nein. Würfel auf Humor. Für wahr, ein guter Witz. Basiert richtiger Knallergag. Auch der Genetik. Oh, 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 oh. Er guckt so runter an seiner komischen Hand, die an deinem Schwert fällt. Aber um diesen Witz ehrlich zu beantworten, Klaus hatte alles, was er benötigt. Eine kleine Einbauküche, einen Schrank für seine Kleidung, Mikrowelle, Föhn, Sauna. Mhm. Er ist ein kleiner Mensch, er passt in dem Koffer drin. Haben Sie die Immobilienpreise mal gesehen, hier? Nein. Das glaube ich Ihnen. Tomentosia ist unfassbar teuer geworden, seitdem die von dem anderen Land alles hier abgekauft haben. Insofern ist Kofferklaus sehr zufrieden. Danke. Ich wende mich suspekt. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich von diesem Herrn halten soll. Auch ich bin mir nicht sicher, was dieser Trias mit seinen seltsamen Tieren, wo nicht mal Chips oder irgendwelche Lochkarten drin sind, anfangen wird. Also ich wäre dankbar, wenn dieser Körperklaus auf jeden Fall mich nicht berührt. Körperklaus gehört zu mir und es gibt entweder mich nicht oder nur mit Körperklaus. Na gut, ich wende mich ab und Der Genetiker steht dann, hört sich eure Unterhaltung an. Dem ist jetzt auch offensichtlich klar, dass er ein bisschen in der Unterzahl ist. Der guckt halt auf irgendwie dein mannsbreites Schwert, sieht diesen widerlichen Körperklaus da stehen. Hinter ihm sind Raptoren und so, dem ist schon klar, dass es nicht so gut für ihn aussieht. Naja. Also er steht da halt so. Kumpel, weißt du was? Du bist ja Genetiker, reduzier dich doch auf das G
Würfel mal auf Humor, um 30 erleichtert. Weil der gut ist. Ja. Hast du geschafft. 29 dadurch. Zieht so seine Klinge ein. Okay. Und geht so weg einfach. Okay. Und ihr hört ihn die ganze Zeit noch lachen, während er auch hinten um die Ecke geht. Oh Mann. Ich muss sagen, die Waffe des Humors war mir nie so bekannt. Das ist ja ganz vorzüglich. Ja, das ist bei uns ein altes Sprichwort. Warum jemanden auf die Fresse hauen, wenn man auch lustig sein kann? Das hab ich so nie gesehen. Ich stelle mal die Frage an er, weil das wichtig ist. Und zwar, sollte die Gruppe sich entscheiden, zur Kopfgeldjägergilde zu gehen, wer empfängt sie da? Wer oder was empfängt sie da? So müsst ihr nicht. Ich dachte, ich kann die heimlich stellen, aber ich muss sie immer einmal vorlesen. Nein, wir gehen auf gar keinen Fall hin. Ja, wir könnten auch nicht hingehen. Das ist auch legitim. Stell ich eine andere Umfrage. Also ich heb jetzt den kleinen Jungen auf, weil wir ist jetzt alle Bösen weg. Wie ist kleiner Junge? Also es ist ein schmächtiger Typ, aber ist jetzt kein kleiner Junge. So. Für uns ein Jüngling. Ein Jüngling. Hängen wir den Jüngling auf. Danke. Nee, ist es? Danke. Wie lautet euer Name, Jüngling? Das kann ich da wirklich sagen. Joblasch. 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 Kommt, seid ihr ein Kind der Quelle? Würfel mal auf Autorität. Na, ich hätte jetzt gesagt, weil der Name wahrscheinlich so ist, ein. Der sieht auch aus wie ein Kind der Quelle. Ja. Aber wichtig, ich will was anderes. Also, okay. Die beiden Gelben da. Die beiden Gelben. 40, was hast du auf Autorität? 65. Gut, dass ihr da seid, Reistrutz. Ich muss diese Nachricht überbringen. Es ist wichtig. Kublasch entsendet mich und jetzt finde ich diesen Brief, das ist doch überhaupt nicht wahr. Kublasch ist auch hier? Nicht, ich weiß nicht, wo Kublasch ist. Ha. Versuch, wie willst du ihn überreden, dass er dir das gibt? Er ist halt Bote. Ja. Offizieller Bote. Er will dir diese Nachricht natürlich nicht einfach geben. Ich bin im Auftrag von Julia von Ambros hier, um sie bei dem Kongress zu beschützen. Er nimmt sie sofort und versteckt die. Nein! Soll ich mich darum kümmern? Na, warte doch mal ganz kurz. Ein paar spezielle Fähigkeiten. Na, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was bei dir kümmern heißt. Wenn ich einmal jemanden beiße, muss derjenige danach Ich immer würde jetzt dann auch. Also er will so, geht so du langsam weg. Bleibst bitte noch einen Moment. Was war das für eine Reaktion auf Julia von Ambros? Sind Sie etwa nicht zugeneigt der Königin? Doch, doch, aber ich muss ja noch meine Nachricht überbringen. An wen? Na, geben Sie doch einfach uns. Wir sind doch auch irgendwie. Das ist offizielle Sache. Nun, guck mal, das letzte Mal, als du versucht hast, alleine die Nachricht zu überbringen, wurdest du von diesen zwei Wesen. Hast du überreden überfallen. Oder irgendwas? Ich hab Flirten und Echauffieren. Echauffieren ist ja ein geiles. Ich könnte nicht. Du könntest nicht. Achso, ja. Ich glaube, ich hab 55. Also ich weiß, ich glaube, weil das Brot liegt da drauf, deswegen kannst du das nie in Erfahrung bringen. Nee, ich glaube, dass sie, also ich könnte es schaffen, aber ich will es nur. Du kannst es ausspielen. Ich will nichts machen, was am Ende wieder schlecht wird. Ja, einschüchtern ist natürlich keine positive Art, ihn da zu halten. Das meine ich. Ja, deswegen wollte ich erst warten, ob ihr noch was habt. Naja, aber also echauffieren hätte er das bei Julia von Ambros, kannst du dich darüber echauffieren. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oh, du spinnst ja wohl. Und dass er dann sagt, es tut mir leid. Ich hab recht. Ich wollte ihm nicht zu nahe treten. Hast du irgendwas? Ja, also ich könnte ihn anlügen. Aber da würde ich, also deswegen. Wirf mal auf Lügen. Das ist gut, mach das mal. Das war deine, ne? Gelb, oder? Ja. Ach, danke. Ja. 24, hast du geschafft wahrscheinlich, ja. Ne? Ja. Er lügt. Als er ihn fragt, also du erkennst sofort, der lügt, der weiß genau, wo diese Nachricht hin soll. Und der will euch das nur nicht sagen. Weißt du, was ich glaube, mein Freund? Und ich trete so einen Schritt näher auf ihn zu und ich guck so meine Raptoren an, dass sie so einen Kreis um ihn schließen. Oh Gott. Mit dem Signal. Würfel mal drauf. 7 Glück gehabt. Hättest du den verkackt, hätte ich gesagt, einer von denen beißt ihn schon. Naja, aber die sind ja auch heiß drauf. Ja, die sind aber gut, hast geschafft. Kritischer Erfolg. So. Die bauen sich in so einer Art Pyramide auf, springen wieder voneinander runter mit dem Salto, stehen da. Verbeugen sich einfach. Und einer von denen liest ihm seine Rechte vor. Ja. Also, wir haben dir gerade den Arsch gerettet, mein Freund. Und ich halte gar nichts davon, angelogen zu werden. Da, wo ich herkomme, da spricht man wahre Worte. Also, was geht hier vor sich? Für wen ist die Botschaft? Was steht da drin? Was ist hier los? Kannst du einschüchtern oder irgendwas? Würfel mal drauf. Was hast du da? 51. Okay. Aber ich habe eine 3. Ui, das ist ein kritischer Erfolg. Mhm. Ich soll diese Nachricht an Jalkassa überbringen. Das ist die Königin der Kinder der Quelle. Jalkassa. Ach so. Jalkassa. Alkassa. Jal hat er mal in Dortmund gespielt. Ja, Jalkassa, okay, Königin. Ja.
Die Königin der Kinder der Quelle? Also die Herrscherin. Die Herrscherin der Kinder der Quelle? Hm. Mhm. Und von wem kommt diese Botschaft? Kommt die jetzt hier von Kublasch? Kommt die von Kublasch? Kublasch. Kommt die von Kublasch? Ja. Aha, dann darf ich da mal reingucken? Nee, ich erzähl's auch keinem, dankeschön. Aber uns erzählen sie schon. Ja, selbstverständlich, wir sind doch jetzt Freunde. Kaputt machen. Gut, was steht da drin? Was? Ist ein Klappdeckel, brauchst du nicht abreißen. Sagt der Kleine. Entschuldigung, es ist ein Klappdeckel, sie brauchen das nicht zerreißen. Nee, das bleibt unter uns. Das ist, glaube ich, besser, wenn ich das jetzt hier mal mit meinen Freunden wichtig ist, durchlese. Ja, genau, du brichst, also er macht das auf. Ah. Ja. Ausschließlich für die Augen ihrer fließenden Hoheit Yalcassa. Naja, gut, diesen Teil können wir wohl nicht einhalten. Unsere Vermutungen sind wahr. Schicken Sie die nötige Verstärkung. Das Überleben unseres Volkes hängt davon ab. Unterschrieben mit K. Ich nehme an, das steht für Kublasch. Und ein Siegel. Mhm. Okay. Darf ich mal sehen? Selbstverständlich. Aber da steht nicht mehr drauf. Nur das Siegel interessiert mich. Ja, es ist ein Siegel. Es ist ein Siegel. Es ist ein Siegel. Ich wollte gerade sagen, würfel mal drauf, aber nein, doch. Es ist ein Siegel. Ich guck noch mal. Es ist ein Siegel. Ah ja, doch, es ist ein Siegel, ja. Es ist ein Siegel. Ja. Okay. Was hältst du denn davon, wenn wir dir mal helfen, diese Botschaft zu überbringen? Der Automat versucht wieder, seine Hose zu... ich kümmere, können Sie ihn vielleicht mal ausschalten? Ich wollte die Karte ohnehin wieder und dann ziehe ich sie jetzt langsam mal raus. Und der fällt sofort wieder. Stecke sie in den wichtigen... Also wieder das Gesicht von dieser Maschine verschwinden ist leer. Aber diese Karte können Sie mir vielleicht später noch mal geben. Sag mal, ist diese Nachricht für dich nicht eher ein großer Ballast? Ich muss sie überbringen. Ja, aber ist es nicht eher so, dass du total eingeschüchtert bist und gerade fast zu Tode geprügelt wurdest? Ist das nicht in Nummer zu groß für dich? Ich wollte mir eine Eskorte anheuern. Nichts ist zu groß für Joblasch, den Boten. Naja, also ich habe zum Beispiel einen Argentinosaurus. Ich weiß nicht, der ist mindestens 30 Meter lang und der ist noch nicht mal in der Pubertät. Also wie groß ist er denn, der Kublasch? Kublasch? Wie groß der? Hast du nach Kublasch gefragt? Nee, wie groß? Was sagte sie? Wer ist? Er heißt Joblasch. Was ist so groß wie was? Nee, er hat gesagt, nichts ist zu groß für ihn. Nichts ist zu groß für Joblasch, hat er gesagt. Achso, deswegen kommunizieren wir aneinander vorbei. Okay. Ja, also wenn du willst, Leute, wollen wir dem helfen, die Botschaft vorbeizubringen? Ich meine, das ist eine ganz interessante Aufgabe. Ja. Ich habe nochmal eine Frage. Für wen war jetzt nochmal die Botschaft? Für Yalcassa, die Herrscherin der Kinder der Quelle. Achso. Ist denn Yalcassa überhaupt in der Nähe? Ist sie auf dem Kongress? Ja, wobei, das weißt du, haben wir eben drauf gewöhnt. Nee, ist sie nicht. Die verlässt nie das Land. Geht gar nicht. Also sie reist mit dem Aquanopticum durch das Land, sonst würde dieses Land komplett zusammenbrechen. Die verlässt nie das Aquanopticum. Das Aquanopticum ist was nochmal? Das ist so eine Art magischer, riesiger Stein, die Quelle des Aqua, also quasi die Quelle der Magie dieses Volkes. Das ist das Heiligste, was die haben. Aber was machst du denn dann hier? Oder ist etwa Yalcassa in der Nähe? Ich war mit Kublasch hier, wegen dem Kongress. Mhm. Aber derselbe Kublasch, der gerade gesucht wird? Ich bin genauso verwundert wie ihr. Wo ist denn Kublasch? Ich weiß es nicht. Seit er gesucht wird, wahrscheinlich geflohen. Er hat mir diese Nachricht gegeben und dann habe ich ihn nicht mehr gesehen. Wie lange ist das her? 3-4 Stunden. Und wo habt ihr euch getroffen? Im Palast. Die ist von Kublasch, ja? Ja. Dann nehme ich auch meinen Dino und aktiviere Schnüffeln. Aktiviere. Ja. Dann würfel mal auf Schnüffeln. Was hast du da? 59 hast du gewürfelt? Was hat er auf Schnüffeln? 64. Ah, okay. Hast geschafft. Welcher Dino macht das? Schnüffler. Das ist noch ein eigener Dino. Ich hab 5. Achso, ich wusste nicht, dass Schnüffler ein Dino ist. Ja, aber ich hab 5 verschiedene. Oder? Lass mich kurz Schnüffler aufschreiben. Ja. Schnüffler der Dino? Er ist einer von den 5 halt. Schnüffler. Ach, einer von den kleinen ist Schnüffler. Der heißt so. Ja, ich dachte, das wäre ein eigener Dino, also eine neue Gattung Art Dino. Oder was, eine Spezies? Ja, ich dachte, es gibt die Schnüffler-Dinos. Das ist ja lächerlich. Das wäre völliger Quatsch. Schnüffler, der kleine Velociraptor. Ja, okay. Ja, Schnüffler riecht da dran. Ja. Schnüffler und fängt an, will in eine Richtung loslaufen. Okay, Leute. Schnüffler hat die Spur aufgenommen. Ich würde vorschlagen, wir machen uns auf den Weg, oder? Faszinierende Wesen. Ja, ich kann Ihnen auf dem Weg einige Sachen erzählen. Aber Moment, meine Nachricht! Ja, komm einfach mit. Kommen Sie doch einfach mit. Haben Sie sich nicht so. Gehen Sie mal mit dem Flow, wie wir in Asiliad immer sagen. Go with the flow. Just follow. Na gut, weil kann ja nicht schaden. Okay, ja, er kommt gleich mal mit. Gut. Ja, und so gingen sie dem
Schnüffler hinterher. Okay. Ja, Schnüffler nimmt scheinbar die Fährte auf und fängt an, so ein bisschen auf dem Boden so. Also es ist natürlich, es regnet schlammig, es hin und wieder rennt er auch in falsche Richtungen. Es vergeht so ein bisschen Zeit. Ihr habt das Gefühl, es ist so halb zielgerichtet, was er da abliefert. Aber er scheint zumindest irgendwas zu folgen. Matthias, ich habe einen Vorschlag zu machen. Mhm. Ich habe ebenfalls, ich sehe, Sie haben den Schnüffler, nannten Sie ihn. Schnüffler, ja. Ich habe auch die Möglichkeit, eine Fährte nachzugehen mit meinen Fledermäusen. Sie sind schneller, sie sind klein, sie kommen in die hintersten Ecken, in die hintersten Höhlen. Überall dort, wo man eventuell gar nicht gefunden werden will. Das ist ja faszinierend. Vielleicht könnte ich mich anschließen. Ja, selbstverständlich. Machen Sie das doch. Okay. Es ist schon faszinierend, muss ich sagen. Ein Velociraptor? Ja. Der schnüffeln kann, Fledermäuse, die Spuren suchen können. Fledermäuse. Also bis vor ein paar Tagen war das Außergewöhnlichste, was ich je gesehen habe, ein Mann, der Miete zahlen musste. Würfel mal auf Humor. Nee, das ist ein guter Gag. Trifft dein Humor nicht so, weil du nicht weißt, was Miete ist, aber. Miete. Miete. Okay, was? Muss ich das noch würfeln? Also, was sollen die tun? Naja, ich habe Scout Flugmäuse. Die habe ich mir extra Scout, ja, ja. Also, Scout im Sinne von, die können halt was suchen für mich. Das war so die Idee. Ich habe Fledermäuse, Kampf, Transport und Scout, damit du nicht meckern kannst. Weil du sonst gesagt hättest, mir Transport. Ich würde jetzt ich will natürlich trotzdem meckern, weil ich immer meckere. Aber Scout ist für mich Scouten. Die fliegen rum und gucken. Ja gut, aber wenn sie nicht wissen, wonach sie gucken sollen, genau, gucken sie ja auch nicht. Ja, sie wissen nicht, wonach sie gucken sollen. Ja, dann schreibe ich das jetzt um in zu riechen. Nee, das geht nicht. Ja, die können nicht riechen. Aber das ist doch das, was ich meinte. Ach so, du meintest... Ja, sie sollen scouten, ne? Was ich meine ist, dass ich ihnen eine Aufgabe gebe und sie erfüllen die. Weil ich dachte, wenn du sagst, scoutet, das wäre für mich so, ihr seid irgendwo im Wald, du sagst, scoutet mal, dann fliegen die aus und wenn die irgendwas gesehen haben, kreisen die da drüber und sagen, hier ist was. Aber können die das nicht trotzdem auch? Also die sollen jetzt ja anhand des Geruches jemanden finden. Genau. Aber die können einfach nur helfen. Aber, also ja, klassischen Scout ist das, was Hauke gerade gesagt hat. Aber, und das, was du meinst, ist so, ja, ist spüren. Aber ich überlege gerade nur, wie die theoretisch zu dieser Aufgabe beitragen können. Ja, ich kann es aber lassen. Also, nee, ist doch super. Ich bin scharf drauf. Aber ist doch voll geil. Weil es wirkt ja, können die nicht länger dauern. Können die nicht den kleinen Dino tragen? Oh, ich habe eine hervorragende Idee. Meine Fledermäuse sind sehr stark, sehr klein, aber sehr stark. Sie könnten ihren Minotaurier. Schnüffler. Schnüffler könnten sie nehmen und in die Lüfte bewegen. Er wird vielleicht nie wieder zurückkommen, weil es ihm so gut gefällt. Naja, dann machen wir das nicht. Passiert. Wieder machen wir das nicht. Na, wenn er nicht mehr zurückkommt? Das war wie meinen Sie das denn? Ist das eine Drohung? Wie sagen Sie, ein Witz? Ein Witz? Ah, das war ein Witz? Ja, haben Sie da nicht eine Lochkarte für einen besseren Gag? Gag? Nein! Ach so. Na gut, okay. Also meinetwegen, wenn hier niemand eine Einwände hat aufgrund der unrealistischen Situation, mache ich das. Okay. Also die heben ihn hoch, fliegen ihn rum quasi, damit er schneller schnüffeln kann. Ich muss das telepathisch meinen Fledermäusen vermitteln. Ja. Würfel mal auf Fledermaus scouten. Ich das bin ist noch halt nicht ganz fair. Ach so. Jetzt würfel ich. Ich wollte es eigentlich um 20 erschweren, aber ich erschwere es nur um 10, weil es gut gespielt war. Ja. 15. Was hast du da für einen Wert? 50. Die scouten sowas von. 25. Tragen Scouts ist sogar, ja, kein kritischer Erfolg, aber ist ein Erfolg. Ich glaube, ich habe es immer falsch gemacht. So gute Scouts, die werden Okay. Ja, die verstehen aber, was du von ihnen willst. Die heben Schnüffler hoch und fangen an, so Kreise zu drehen. Und wann immer er Dollar ausschlägt, kreisen die da enger. So. Ihr wartet halt unten, das geht eine ganze Weile. Jublas steht da halt und guckt euch die ganze Zeit so zu, weiß irgendwie überhaupt nicht, was abgeht. Guckt zwischendurch immer mal wieder, ob irgendwie diese Rolle noch da ist, weil die ihm halt wichtig ist. So. Und irgendwann gibt's so einen Teil, wo die scheinbar anfangen, richtig eng zu drehen. Also es scheint eine Ecke zu geben, wo die irgendwo wo die Fährte heißer ist. Ja, ja. Seht. Ja, ich glaube, sie haben was gefunden. Dann gehen wir da mal hin, oder Jungs? Ja. Ja. Das ist aber weit weg. Können wir nicht ihre Tiere zum Reiten benutzen? Wie weit ist das denn weg? Gottes Willen, sie können sich nicht einfach auf meine Tiere draufsetzen. Wie weit das weg ist? So weit ist es jetzt auch nicht. Also da kann man schon jetzt mal eben in 3 Minuten hinlaufen. Ja, ist halt gut, durch die Stadtnetze. Zu Fuß gehen können. Also das ist halt, könnt ihr. Ich habe auch nicht gesagt, ihr müsst da hinreiten. Da hätten wir auch hinlaufen können. Na, das Ding ist halt, die Stadt ist halt sehr verworren. Also er hätte ewig gebraucht, um alle kleinen Wege abzurennen und dieser Fährte zu folgen. Und so ging es jetzt schon um einiges schneller. Die kleinen Fledermäuse, ne? Ja gut, dann gehen wir da hin. Ja, okay.
Ja, ihr macht euch auf den Weg dahin. Euch begegnen halt auch relativ wenig Leute. Es ist schon spät, es regnet, es ist mitten in der Nacht. Irgendwie so langsam nervt der Regen euch auch. Also es ist schon, du hast ja einen Mantel irgendwie auf deiner Rüstung plätschert. Das also ist schon unangenehm, dass das Unterkleid, also dieses Wattekleid die ganze Zeit nass. Du bist eh so halb oben ohne. Ist ja alles wurscht. Und sonst einer deiner Dinos hält so die Flügel über dich. Geht schon. So, das Kind der Quedim ist das völlig egal. Ihr seht aber, während der läuft, dass das Wasser gar nicht seine Haut berührt. Sondern das scheint immer so ein Millimeter über ihm abzuprallen. Im Aquatyp. Ja, und läuft so quasi knapp über seiner Haut auf ihm runter. Mhm. Also als würde ihn so ein dünner Schild umgeben, der ihn gegen Wasser schützt. Er ist Meister des Wassers. Er kann das Wasser lenken. Seht ihr das? Mhm, faszinierend. Aber unnatürlich. Lass ihn uns töten. Was? Wegen der Unnatürlichkeit natürlich. Was? Nein, das habe ich doch nicht zu ihm gesagt. Das habe ich doch nur so zu mir. Zu mir das, entschuldigen Sie, manchmal rede ich. Was sehen uns töten wegen seiner Ungewöhn? Wie Sie wissen. Ich glaube, der ist ein bisschen senil. Der ist über 1000 Jahre alt. Und in dieser Welt gibt es keinen Hass gegen bestimmte Gruppen. Mm. Ich will, ja, wieso hassen? Ich wollte ihn essen. Achso, das muss ich sagen, ist schon netter. Naja. Ich dachte, ich helfe ihm vielleicht. Okay. Ja, gut. Er läuft halt ein bisschen skeptisch weiter. Irgendwann kommt ihr. Ihr kommt an so einem Gebäude an, es ist, also ihr müsst euch das vorstellen, es sind überall wirklich so hohe Gebäude, sind alle so ein bisschen hin improvisiert, man hört immer mal jemanden husten irgendwo. Oh, was sehen wir da? Und jetzt, oh, Tantra sehen wir da. Hallo. Ich hab mich verliebt, die Ohren sind ein bisschen groß. Damit er besser hören kann. Des Mannes. Der so auch. Schön, danke, danke, danke. So, ihr kommt an dieser Stelle an, es sind halt, wie gesagt, stehen drumherum Häuser. Links geht so eine Art Treppe nach unten und man sieht, dass da Licht rauskommt. Man hört auch so ein paar Stimmen. Davor ist aber so ein Gitter. Also ist so ein doppeltes Tor mit einem Gitter davor. Mhm. Also das Tor ist ein Gitter quasi. Wisst ihr, was ich meine? Nein, schreibt das gerade sehr schlecht. Nicht. Okay. Da geht eine Treppe runter und vorne davor ist einfach ein Tor. Okay. Dieses Tor ist aber nicht blickdicht, sondern besteht aus Metallstangen. Okay. Und das ist quasi wie so ein Zaun. Ist abgeschlossen. Ja, weiß ich nicht. Ist also zu auf jeden Fall. Erstmal möchte ich, dass Schnüffler wieder zu mir kommt. Das ist geschlossen, ob es verschlossen ist, kann ich nicht sagen. Ja, okay. Dann, ja, dass sie ihn wieder runterbringen, nicht, dass wir ihn... Entschuldigung, die kommen da an, die lassen ihn, also, ihr kommt, lassen die ihn auch schon runter. Und er ist Schnüffler, ist völlig aus dem Häuschen. Super Schnüffler, ich gebe ihm so einen Leckern. Ich würde eine, also ist verschlossen, ne? Und wir wissen nicht, was dahinter ist. Weil es ist geschlossen, ob es verschlossen ist, habt ihr nicht probiert. Ja, ich probiere es zu öffnen. Es ist verschlossen. Dann würde ich gerne noch mit derselben Bewegung, weil die, sie waren ja gerade da, die Fledermäuse, noch eine von diesen Fledermäusen quasi über die Mauer schicken, dass die so ein bisschen halt... Ach, das geht nach unten, das ist richtig. Man kann nicht einfach rüberfliegen. Das ist wirklich verschlossen, es geht quasi in die Erde. Dach und allem, genau. Es geht so richtig in die Erde. Können die doch reinfliegen. In so ein Kellergewölbe, das ist eine gute Beschreibung. Da wohnen Fledermäuse doch und sie können die doch super rein. Ja, da stehe ich durch. Wieso? Doch, die können da rein. Du hast gesagt, die fliegen oben rüber. Und das bringt ja nichts. Okay, dann schicke ich die auf jeden Fall da durch. Würfel mal drauf. Was sollen die tun? Das habe ich ja gerade gesagt. Ach so, ja, aber das muss ich ja auch wissen. Suchen, ne? Ja, halt gucken, was da so ist und mir das dann telepathisch vermitteln. Die können dir das doch nicht telepathisch vermitteln. Was sollen die denn sonst machen? Brief schreiben. Das weiß ich nicht. Ja, naja, die scouten halt. Mann. Ja, aber was erwartest du denn jetzt, was die machen? Ja, was da drin ist. Ja, aber die können doch nicht wiederkommen und sagen, oh, drin ist ein Schatz. Nein, aber die können mir das doch mit Sicherheit vermitteln. Durch ihre eigenen. Das sind meine Tiere. Wie jetzt? Ja, indem sie mir das vermitteln. Wir fragen dich nur, ob du es uns bitte erklären kannst. Nee, sag nicht, es geht nicht. Ich möchte nur wissen, was passiert da. Naja, sie können nicht reden. Also vielleicht können sie das ist der Punkt, um den du geschickt durch einen herumzumanövrieren. Fledermaustanz einfach. Mir so wie ein Schwänzeltanz bei Bienchen. Ja, genau, wie Bienchen, exakt. Okay. Vielleicht habe ich mit ihnen einen speziellen Tanz, wo ich ihnen das vermittle. Mach mal den Fledertanz. Ja, den kann ich hier machen. Okay. Mm. Ist ein gewisser Dialekt drin, aber ist okay. Die verstehen, was du möchtest. Also ich habe jetzt gesagt, sie sollen darüber fliegen und würfeln. Mir dann sagen, was sich da befindet, sofern sie es mir beschreiben. 37, hast du wahrscheinlich geschafft. Natürlich. Hast du auf Fledermaus tanzen? Fledermaus ist Scout 50. Okay. Fledermaus Scout 50, okay, hast du geschafft. Ja, die fliegen da rein. Gut, 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 gut. Ja, sind erstmal verschwunden. Scheint einen Moment zu dauern. Was macht ihr? Also du hast gesagt, es ist verschlossen. Genau. Also als ihr zieht und es öffnen wollt, kann man nicht öffnen. Kannst du Informationen darüber geben, wie robust wäre das aufbrechbar? Ist ungefähr eine Strebe ist so dick wie der Flaschenhals ungefähr. Es sind halt mehrere Streben. Also das Metall durchschlagen wäre schon eine heftige Aufgabe. Also wenn man jetzt
mächtig kräftig wäre, könnte man es wahrscheinlich aufdrücken. Aber müsste jetzt wahrscheinlich hier schon das Schloss überwinden. Haben Sie nicht einen Dinosaurier, der das vielleicht kräftemäßig aufdrückt? Den Brachiosaurus? Ja, den Brachiosaurus natürlich. Nee, also wir können Folgendes machen. Das funktioniert tatsächlich. Wir brauchen dafür nur ein ziemlich langes, starkes Seil oder eine Kette oder sowas. Dann könnte ich mit dem Quetzalcoatlus die Tür hier aus den Angeln reißen. Das ist nur eine allgemeine. Wie sieht ein Quetzalcoatlus aus? Ja, also das. Ach, das ist der Flugsaurier. Das ist ja jetzt ein Pterodactylus, aber der Quetzalcoatlus sieht ähnlich aus, nur wesentlich größer. Okay. Das ist nämlich kein 1:1 Modell auch übrigens. Und dann würde man das hier an die kräftigen Beine binden und dann. Und dann reißt er das Tor. Ist natürlich auch gefährlich, aber können wir. Für wen? Für den Saurier? Was ist denn, wenn er das nicht schafft? Das macht er ständig. Was passiert denn, wenn dieses Tor hält? Ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er auf der Stelle fliegt. Nee, so funktioniert Physik nicht. Wenn du mit viel Schwung ein Seil, also bindest ein Seil an dich und rennst los und dann hält das Seil, dann bleibst du nicht einfach auf der Stelle stehen und alles ist gut. Also das ist jetzt die Hürde, aber wie Fledermäuse können. Du kannst es machen. Ich weiß dich nur auf Gefahren stellen. Ich will nicht, dass er sich verletzt. Ich weiß nicht, was er sich in deinem Kopf. Nicht mich damit rein. Nein, gut, die Fledermäuse sind tot. Nein. Ich will nur nicht. Ich will nicht, dass du mir sagst, der geht bei der Aktion drauf. Dann mache ich das natürlich nicht. Ich sag nur, es besteht eine Gefahr, dass der sich verletzt, mindestens. Und wenn das ein kritischer Fehlschlag ist, stürzt das Ding ab. Das ist kein Manöver, bei dem du mir erzählen kannst, aber dass du denkst, der kann sich nicht verletzen. Haben wir denn überhaupt ein Seil oder irgendwas, was wir daran festbinden können? Haben wir doch nicht, oder? Bis jetzt nicht. Ja. Zur Not kann ich Ihnen meinen Umhang geben, aber nur, wenn ich ihn wiederbekomme. Vielleicht gibt es auch eine leichtere Methode. Vielleicht könnte ich es mit meinem Zweihänder, hallo. Ich hole ihn nur so raus. Das ist San. Hallo? Das ist Santana. Zweihänder, hallo. Santana? Aber Sie können ihn auch Hallo nennen. Hallo, Santana. Sie wollen mit diesem fantastischen Schwert auf das Metall draufhauen? Nicht, dass Sie. Nein, als ich dachte, eine Hebelwirkung gemeinsam könnten wir vielleicht. Also, es ist eine unzerstörbare Klinge. Möglicherweise könnten wir das Tor damit aufbrechen. Wurde das mit der Unzerstörbarkeit schon mal getestet? Oder ist das jetzt einfach, hat man ihnen das so verkauft? Nun, Santana hat über 100... Bis jetzt ist nicht verbrochen. Santana ist ein Geschenk von meinem Onkel. Also faktisch ist er auch noch unsterblich. Santana ist ein Geschenk von meinem Onkel und hat bereits über 100 Schlachten erlebt. Santana heißt das? Ja. Ich würde sagen, es ist ziemlich unbesiegbar. Diese Schlachten, fanden die mit dem Schwert statt oder haben Sie sich das aus der Entfernung angeguckt? Sehen Sie, es handelt sich dabei um Geschichten, um genau zu sein. ich war selbst nicht anwesend, weil Berichte ich am Hofe von Königin Julia von Ambros die meiste Zeit der Lust mich gewidmet habe. Aber es ist das, was man über das Schwert sagt. Plötzlich kommen Fledermäuse wieder um die Ecke und kommen aus diesem Gewölbe raus. Und hinter denen rennt jemand her. So eine Gestalt, die so ein bisschen so eine Art Hamster-Jumanji. Der hat so raus, raus, bah! Mit so einem Besen nach denen schlägt und so auf die Tür zukommt. Also der jagt diese Fledermäuse so. Lass sie die Tiere in Frieden. Die Fledermäuse kommen so fliegen so unter deinen Mantel. Ich möchte, dass er halt mich anguckt und sieht. Er bleibt so stehen, guckt dich an. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir verkaufen Hamsterbälle. Würfel auf Humor. Die finden das nicht witzig, wenn du die beleidigst. Das ist doch keine Beleidigung. Mann, ey, jede soziale Situation tötest du in den ersten 2 Sekunden. Der Humor ist 88, das ist ein Fehlschlag. Entschuldigung, bitte, was? Ich habe mit mir selber geredet, Entschuldigung. Mein Name ist Trias Trodon. Hallo, guten Tag, schön, Sie kennenzulernen. Wohnen Sie hier? Ob ich hier wohne? Ob ich hier wohne? Ja, das war die Frage. Kannst du lesen, du Depp? Dann zeigt er auf so ein Schild neben der Tür. Was steht denn da? Da steht. Ich wohne hier, oder? Kernarchiv. Was steht da? Kernarchiv. Also, ja? Weiß ich, was das Kernarchiv ist? Ja, würfel mal drauf. Würfel mal auf Kernwissen. Es ist schon ein bisschen was Spezielles. Ist das der Kern, dem ich im Dienste stehe eigentlich? Ja, oder? Ja, alle so im Hand. Nee. Also, ich meine, Dienste. Die Lochkarte und so, das ist nicht dasselbe. Nee. Also Kobold ist was anderes. Kobold ist die große Lochkarte im Zentrum. Aber ist der Kern nicht im Zentrum? Nee. Kobold ist nicht im Zentrum. Kobold ist in Askeliath, wo du herkommst. Zentrum von Askeliath. Ja, genau. Okay. Nicht bestanden. Okay, nee, weiß nicht, was das Kernarchiv ist, dann einfach. Das Kernarchiv? Ja. Der heilige Aufbewahrungsort allen Wissens? Auch Lochkarten? Haben Sie da auch Lochkarten? Ja, natürlich. Ja, welche denn? Alle? Ich würde sagen, ich habe alle. Er sieht die Lochkarten? Ja.
Eine Menge, welche? Doch, recht beeindruckende Sammlung. Ja, wollen wir eventuell mal unsere Karten tauschen? Na, wäre das, würde das interessieren? Würfel mal feilschen. Für ein wenig Gastfreundschaft. Würfel mal feilschen. Oder hast du irgendwas, was handeln oder feilschen? Ich hab einschüchtern nur. Das ist alles, was ich kann. Ja, dann würfel auf deinen Grundwert Soziales. Also, na, du hast doch trotzdem so Grundwert. Was ist dein Wert? Auf die Gruppe. Was hast du auf der Gruppe insgesamt? Fuck, interagieren, meinst du? Ja. Ja, halt. Ich habe nur einen Wert damit, 55. Also 5,5 sozusagen. 5,5, genau. Ja, aber du hast ja erst was drauf vergeben und dann noch einen Bonus bekommen. Nee, weil ich in dem Fall ja keinen Bonus wirklich habe. Ach so, hättest du doch, natürlich, 5,5. Hättest einen Bonus bekommen, von 6 bekommen. Hast 61. Ich hatte 50. Ne? Okay. Und dann, okay, dann ist das ja, dann ist 5 und die habe ich mir gegeben. 5 ist dein Standardwert, Würfel auf 5. Okay, Entschuldigung, ich will genau. Ja auch nichts falsch machen, ne? Mach mal um 20 erleichter, weil du hast echt viele Lochkarten. Das ist okay. Tatsächlich hilft mit das. Einer von denen? Nee, mit den, du hast die beiden gelben eben gehabt. Die mit den gelben, okay. Die liegen die da. Okay. Ja, hast leider nicht geschafft. Ach, shit, na gut. Nee, da ist für mich nichts dabei. Ich wäre nicht 49. Hast du es gerade erschwert mir? Nee. Dann müsste ich es doch schaffen, 55. Nee, 49. Dein Basiswert auf der Gruppe ist 5. Nur 5. Jetzt Entschuldigung, mein plus 20, genau. Ja. Also, was hast du jetzt gerade gesagt? Nee, bei den Lochkarten ist für mich nichts dabei. Die haben die doch noch gar nicht alle gesehen. Mein Name ist Tantra Lagoon von der königlichen Leibwache der Reichsstrutzen der Hedonisten. Ich bin hier um... Reichstrutzen. Mann, dieser Scheißname ohne Scheiß, Alter. Ja, wie jetzt sage ich ihn immer. Ich freue mich jedes Mal, wenn du Reichsstrutz sagst. Strutz. Ich weiß nur, dass ich angerufen habe, um zu fragen, wie man es ausspricht. Okay. Von den Reichsstrutzen. Ich bin hier im Auftrag von Königin Julia von Ambros und ich würde gerne einmal das Archiv betreten. Als Wächter des Ultrakorps steht es mir zu, Zutritt zu dem Archiv zu bekommen. Ich bin Fornibaldius Grün und das ist Bullshit. Das ist korrekt, ich habe es aber wenigstens versucht. Ich brauche eine Genehmigung und einen Passierschein. Ein Passierschein? Sie wissen schon, dass ich von den Reichstrutzen bin. Dann haben wir erst recht eine Genehmigung und einen Passierschein. Na gut, dann... Das hat ja alles seine Ordnung im Archiv. Wo bekommen wir denn diesen Passierschein? Kann man den bauen? Von der zentralen Reichsverwaltung im Kernbaum. Ach, das ist ja eine Bürokratie hier, das ist ja schön. Ja, und Sue ist jetzt auch noch. Wie wäre es denn, wenn ich sie einfach besteche mit Gold? Würfel mal auf Bestechen. Das ist eine gute Idee. Ach ja, Bestechen hätte ich mir geben sollen. Das ist super. Ja, muss auf den Basiswert würfeln, 15. Das ist Interagieren? Nee, ist soziales Interagieren, ja. Also, Entschuldigung, ja, ist recht, soziales Interagieren. Also 15. Ja. Uiuiui. Ich glaube es ja nicht. Nicht bestechen! Von Jubaldios Grün wurde noch nie bestochen! Das ist offensichtlich. Aber wurde er schon mal erstochen? Würfel auf einschüchtern? Ich will auf, ja, exakt. Das ist nämlich auch genau der, das, was ich vorhatte. So, ich habe einschüchtern 55. Der Junge ist jetzt dran. Scheiße! Ich glaube, da nichts. 62. Wurde er nicht, denn das Tor bleibt zu. Haben Sie denn wenigstens ein langes Seil oder eine Kette? Bitte was? Ein langes Seil. Ungefähr. Also, eine lange Leitung hätte ich da. Steht vorm Tor. Würfel mal auf Humor. Ja, war ein echt, war ein scheiß Gag. Nee, war ein geiler Gag. Du findest ihn auch richtig hammer, du sagst es schon. Ah, das ist ein super, super lustiger Gag gewesen. Finden Sie die wirklich? Ja, tatsächlich. Haben Sie auch ein paar Witze auf Lager? Ja, zum Beispiel. Kommt ein Hamster zum Psychiater. Oh! In meinem Leben dreht sich alles nur um mich selbst. Würfel mal auf Humor. Aber das ist ja war nicht schlecht. Würfel mal auf Humor 20 erleichtert. 91, fuck, verkackt. Verstehe ich nicht. Ja, richtig! Sie haben es verstanden. Sie sind der Erste, der diesen Witz verstanden hat. Ich habe den schon so oft erzählt. Mensch, Sie sind aber ein cleveres Kerlchen. Wo haben Sie denn studiert? Ist ein sehr, sehr guter Rettungsversuch. Und nach der Werbung sehen wir, ob das vielleicht klappt. Bis gleich. Das ist ein harter Kampf. Und
da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zu Ultra Core. Ihr arbeitet euch gerade voran in der Geschichte, steht vorm Archiv, wo Formidablus Grün euch einfach nicht durchlassen möchte. Ja, er hat gerade, du hast gerade einen Witz erzählt, der ist so, den er nicht verstanden hat. Ja, aber ich habe ihn dann gelobt und ihm geschmeichelt. Ja, wolltest du ihn jetzt bedrohen? Du hattest gerade überlegt. Wir hatten das Einschüchtern schon und das hat ja nicht geklappt. Ach ja, stimmt. Aber nur ja, ganz kurze Überlegung. Wir sind ja hierher gekommen, weil wir an der Schriftrolle geschnüffelt haben. Ja. Aha, wollen wir die vielleicht mal benutzen und zeigen? Ja, wir können einfach sagen, dass wir zu dem Typ wollen, aber... Mir glaubt keiner. Das ist ein guter Punkt. Das hätte ich auch mal. Wo haben Sie das her? Ja, das kann ich Ihnen nicht sagen, denn das ist nicht für Sie. Wir sind auf, sondern? Wir sind auf der Suche nach Kublasch. Das ist eine Botschaft, die an ihn persönlich gerichtet ist, von höchster Dringlichkeit. Wenn Sie Informationen über den derzeitigen Aufenthaltsort von Kublasch haben, würden wir das gerne wissen, denn er muss dringend diese Botschaft bekommen. Hier, ich nehme diesen Freund hier so. Das hier ist unser Kumpel. Hallo. Joblasch nimmst du, ne? Ja, das ist Joblasch. Okay. Können Sie uns helfen? Also, ohne offizielle Genehmigung oder Anliegensschreiben und Passierschein kann ich hier gar nicht durchlassen. Wo haben Sie denn das her? Ich schicke schon den ganzen Abend hier so Schreiben und er holt auch so ein Schreiben aus der Tasche für diesen Kublasch raus. Ja, aber... Wer ist denn der Frosch? Ach, Sie sind der Ersteller dieses seltsamen Briefes. Naja, ich habe den Auftrag bekommen. Von wem? Das geht sich gar nichts an. Na, vielleicht waren wir es ja. Wissen Sie es? Was? Vielleicht war der Auftrag von uns. Wir wollen Sie testen. Sagen Sie doch einfach, von wem es war. Und dann wer schickt sagen, ob wer schick Sie denn? Sie aus der Zukunft. Das Geile ist, du kennst die richtige Antwort und sagst so. Ich kenne die Antwort. Wer schickt uns die Königin der Künste? Nee, die Königin der Kinder der Quelle. Höchstpersönlich. Was? Mit all den. Ja. Jalkassa. Was ist denn das für ein Quatsch? Wer ist es denn jetzt? Ich habe keine. Es sind sehr viele Namen, die ich in den letzten Stunden. Okay, wir kommen leider nicht drauf. Oh Mann! Falsche Antwort. Sag doch mal, was es war. Yes, Jalkassa ist so die. Aber das ist doch von der Königin der. Nee, das ist an die Königin. Nee, das ist einfach schon. Was? Ihr habt behauptet, ihr werdet von den Erstellern dieses Dings geschickt. Ihr wisst, wer die Kopfgeldjäger waren das. Die Kopfgeldjäger haben das. Jetzt ist zu spät, ihr habt das Falsche gesagt. Okay, aber. Wärt ihr von selbst drauf gekommen? Mhm. Aber okay. Hätte ich jetzt Kopfgeldjäger-Gilde? Ja, hast du aber nicht. Genau. Als ihr hättet ihr euch als Ersteller hiervon ausgeben müssen, hättet ihr jetzt gesagt, die Kopfgeldjäger-Gilde schickt meine das. Antwort fand ich aber viel besser. Ist auch gut, aber nein. Das ist doch alles Quatsch. Ich muss jetzt auch langsam mal wieder reinarbeiten. Ich schicke schon den ganzen Abend Juristografen raus und da kommen manche gar nicht zurück. Apropos Juristokraten, die nicht zurückkommen. Grafen, Juristografen. Wir haben da einen aufgegriffen mit einem kleineren technischen Problem. Aufgegriffen? Ja, der hat ein kleines technisches Problem. Ich kann Ihnen das gar nicht erzählen. Wissen Sie, was der gemacht hat? Der hatte offensichtlich eine Fehlzündung. Und der hat unseren armen kleinen Freund hier mitten ins Gesicht geschlagen. Sehen Sie die Rötung hier? Also ganz genau so ist das ja dann auch nicht. Sehen Sie diese Rötung hier auf der Wange? Das ist von Ihrer Maschine. Der ist doch blau. Ja, exakt. Normalerweise. Der ist immer blau. Der hat eine dicke Wange, das sieht man. Der hat doch den Schlag vorhin gekriegt. Ja, weiß ich. Würfel auf Lügen. Ich wollte nur verdeutlichen, dass der dir das erstmal nicht abkauft. Wie viel hast du auf Lügen? Ist das eine 9? 65. Hast du. Oh, hast geschafft. 61. Okay. Also nein, der sieht wirklich ganz schön mitgenommen aus. Ja, und wir wissen, welcher Roboter das war und der gehört eindeutig zu Ihnen. Ich mache Ihnen jetzt einen Vorschlag. Und wo ist der Roboter? Der steht wir haben vor uns unserer Kneipe. Ja. Welche Kneipe? Ja, wir gehen den jetzt holen und bringen ihn ich zurück. Ich halte mir vor, diesen einzureichen bei der Garde und zu melden, sodass er aus dem Verkehr gezogen wird. Da gibt's richtig Ärger dann. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit. Ich kann ihn den defekten Druiden bringen. Würfel bitte einmal kurz auf Einschüchtern, um 30 erleichtert. Weil durch die Lücke. Ich habe kein Einschüchtern, oder? Habe ich? Doch, ich habe Echauffieren und Autorität. Ja, dann würfel Autorität um 30 erleichtert. Das ist genauso. Ja, kommt hier auf selber raus. Ich hab keine Ahnung. Du hast... Zwei Gelbe? Ja. Okay, hast du geschafft. Nein, bitte nicht melden! Ich würde ihn sofort... Ich hol ihn jetzt schnell und mach ihn heile! Ja, aber... Pronto! Okay! Er greift an seinen Gürtel und macht sofort das Schloss auf. Ja. Aber ich kann doch hier nicht weg!
Naja. Wir kümmern uns gerne. Wir warten so lange hier. Drinnen. Er steht vor der Gaststätte zur humpelnden Braut. Zur humpelnden Braut, hab ich ja noch nie gehört. Ich mach sofort los. Und wir machen hier zu und passen auf. Ja, okay. Er rennt so los, er wackelt so ein bisschen. Die Beinchen sind irgendwie, also ihr seht auch so daran, wie er sich bewegt, dass die Beine offensichtlich sehr kurz sind unter diesem Gewand. So, also ja, der wackelt los und rennt, läuft davon. Okay, wir gehen. Oh, Achtung, Donnerlitzchen, wenn die mich erwischen. Und verschwindet hinten um die Ecke. Das ja, dann können wir da jetzt heruntergehen. Sehr gelungener Plan, meine Freunde. Nun können wir hinein in diese dunkle Grotte und gucken, welche Geheimnisse sich im Kern verbergen. Wenn Sie Lochkarten finden auf dem Weg, bitte stecken Sie einfach ein. Fragen Sie gar nicht. Alles, was Löcher hat, einstecken. Tja. Außer Leichen. Deswegen dann. Ja, also er hat das Tor nur wieder zugeworfen, was nicht abgeschlossen. Ich habe ein ganz ähnliches Motto. Ja, wir können das ja. Es ist nicht abgeschlossen. Er hat das Tor einfach wieder zugestoßen. Er vertraut euch ja jetzt, dass ihr da aufpasst. Er ist ja Reichstrupp. Ah, ja, okay, nee, er glaubt jetzt, ihr passt auf. Für andere Leute meine ich, die, dass da keine reinkommen können, habe ich gedacht, dass wir es von innen zu machen können. Ja, dann. Ach so, ja. Warum denn noch? Aber müsst ihr euch was einfallen lassen. Na, nee, okay, dann, wenn es nicht geht, geht's nicht. Das ist okay. Geht nicht zumachen. Nee, ist das habe ich nicht gesagt. Also geht nicht, ist hier ganz selten der Fall. Ihr könnt es immer versuchen. Ja, ich dachte, der hat uns einen Schlüssel oder irgendwas. Nee, hat er nicht. Der hat einen Schlüssel mitgenommen. Ja, okay. Ja, dann geht's halt nicht. Dann gehen wir halt runter. Dann lasse ich einen Raptoren da als Aufpasser, dass der sozusagen, wenn jemand kommt, dass er klar würfel mal drauf. Bescheid gibt. Weil ihn da stehen lassen, kein Problem, aber dass er Aufpasser ist und Bescheid gibt, muss er einmal drauf würfeln. Ja, also was. Kannst du die beiden gelben nehmen, die da drin waren? Nee. Auf was würfel ich denn eigentlich? Das musst du mir sagen. Ja, der ist da jetzt im. Was hast du für die Raptoren, was da helfen könnte? Kämpfen, schnüffeln, apportieren. Ja, das ist nichts davon. Ja, ich mein, dann kann der das nicht. Dann ist er halt. Der kann das einfach nicht. Der kann da nicht rumstehen und. Nee, hast du ihm nicht beigebracht, kann er nicht. Ja, aber zum Glück habe ich ja Klaus. Hast du Klaus kann das machen, okay. Was kann Klaus denn so? Kofferklaus hier zu lassen. Quatsch, Körperklaus. Kofferklaus. Und so achtet er auf unsere Sicherheit und auch, dass der andere nicht so schnell wiederkommt. Und wenn, dass er nicht hier reinkommt. Mhm. Wenn er reinkommt, dass er nicht runterkommt. Und so weiter. Okay. Ja, was kann. Ich muss immer wissen, kann der das? Naja. So fängt meistens eine. Ich habe jetzt keinen Wert, Klaus. Exakt, den ich gerade hatte. Aber ja, ich habe ja Kampf. Ja, kann ich ihn in den Kampfmodus versetzen und da einfach stehen lassen? Wenn du ihm sagst, kämpft der. Und wenn ich sage, kämpf gegen das Tor, dann ist er ja beschäftigt. Okay, ich würde sagen. Das ist eine gute Idee. Ihr könnt denen sagen, bleib hier und kampf, aber dann greifen die alles an, was kommt. Nee, dann kommt der Typ zurück. Und dann weil die sind nicht intelligent. Lasst uns doch einfach rein. Klaus, komm! Oh, nee, ich hab ihn wieder. Koffer, Klaus! Ich gehe jetzt schon mal da rein. In den Koffer! Ich würde gerne jetzt mal runtergehen. In den Koffer! In den Koffer hab ich gedacht. Ja, geht in den Koffer. Okay, du willst reingehen. Mhm. Gut, ja, gehst rein. Was sehe ich? Ja, wir gehen natürlich auch rein. Diese Diskussion ist ja nicht real passiert. Ne? Also, ja, natürlich ist sie nicht passiert. So wie alles nicht passiert. So, du gehst jetzt diese Treppe runter. Das ist relativ fahl beleuchtet hier und da sind so Fackeln und Kerzen. Du kommst runter, dann geht's rechts um die Ecke und es ist ein ziemlich langer Gang mit so gewölbten, steinernen Türen. Am Ende des Gangs scheint ein größerer Raum zu sein und auf beiden Seiten sind, wie gesagt, diese Türen. Und als du so um die erste Ecke guckst, alles voller Bücher, Schriftstücke. Ist nicht besonders ordentlich. Aber es scheint irgendein System zu haben. Es ist voller Unterlagen. Okay, ich rufe erstmal Hallo. Ja? Erstmal keine Antwort. Ich meinte, ob hier noch jemand ist. Ja, natürlich. Hallo? Du hörst ein metallisches Klicken hinten im Raum. Also so ein Poltern, so als ob irgendwie Metall auf Metall. Das habe ich doch jetzt schon mal gehört. Ich höre den liebevollen Klang von Maschinenteilen aufeinander prasseln. Das ist liebevoll. Das ist klappern nur. Okay, hören Sie das? Ja. Sagen, das sind Maschinen. Ich mag das Geräusch, ich kenne das. Es erinnert mich an Asiliath. Also ist so, ja, jede Höhle ist voll mit dem Dröhnen und dem Klappern von alten Maschinen, die mit Lochkarten gefüttert werden. Das ist so ein durchgehendes Geräusch, das zwischendurch immer ein bisschen unrund läuft, aber dann wieder weiterläuft. Ja, dann gehen wir da mal Richtung Geräusch. Okay. Ich guck mich auch noch in dem Raum um, also ob da irgendwelche, ich guck mir so die Zettel an und was da so rum. Ah, das würde einen Moment dauern. Das ist jetzt wichtig. Also, pass auf, ich hab's wahrscheinlich nicht richtig geschrieben. So ist ein gerader Gang, auf beiden Seiten sind die ganze Zeit Türen. In die Türen muss man reingehen, da sind hier riesige Regale voll mit Papierstücken. Da also in der Mitte ist ordentlich. Also im Flur sind die Papierstücke. Genau. Nee, im Flur eben nicht. Das Gegenteil habe ich dir gerade beschrieben. In den Räumen. Ja. Ah, okay.
Alles klar, jetzt verstehe ich das. Aber man müsste jeden Raum einzeln durchsuchen, sozusagen. Genau, das meine ich. Wenn du jetzt sagst, ich gucke mir die an, was absolut geht, dann gehst du aber von den beiden weg und guckst dir alleine Papierstücke an. Ja, okay, verstehe. Nee, dann gehe ich da auch mit. Venenarius Aviditatis kann der Verlockung nicht widerstehen, eine weitere, vielleicht unbekannte Lochkarte zu bekommen. Er geht kurz in einen der Räume hinein. Okay, spielen wir gleich. Vielleicht sagt das den anderen gar nicht. Okay, spielen wir gleich. Ihr beiden geht weiter. Ihr kommt am Ende dieses Ganges in so einen ziemlich großen Raum. Es erinnert so ein bisschen an so einen alten Weinkeller oder so. So eine gewölbte Decke. Es sieht auch aus, als wäre es mal ein Lagerkeller gewesen oder so. Und in der Ecke des Raumes steht eine relativ große Maschine, die aussieht wie so eine Art Presse und immer so auf Papierblätter ballert. Das ist das Geräusch auch, das ihr gehört. Die hat immer so. Ja. Denken Sie, was ich denke? Naja, ich denke, ganz offensichtlich werden hier die Steckbriefe angefertigt. Ja, exakt. Mhm. Wir gehen da mal hin und gucken, was die Maschine da macht. Ja, die Maschine spuckt die ganze Zeit diese Zettel aus. Mhm. Das ist hier also der Ursprung. Ich nehme so einen taufrischen. Mhm. Dieser. Kriegst ein bisschen Tinte an die Finger. Dieser. Gold. Stück Belohnung. Zettel. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ja. Kann ich einen Stecker ziehen oder irgendwas von dieser Maschine? Kann ich die irgendwie ausstellen? Da ist kein Stecker direkt, aber da ist so ein dampfender Antrieb. Da sind Schalter dran und Hebel. Kennst du dich mit Maschinen aus? Nö. Das muss er kann das ja. Dann kannst du natürlich willkürlich an allen möglichen Sachen ziehen an dieser Maschine. Das könnte was bringen, aber kann halt auch in die Hose gehen. Ja, so wichtig ist es mir nicht. Ich dachte nur, weil mich das Geräusch nervt. Ja, kannst du versuchen. Nö. Was ist dann noch so? Auf der linken Seite des Raumes stapeln sich so Fässer, was da drin ist, keine Ahnung. Mhm. Dann stehen da so ein paar Justographen rum, so völlig leblos und bewegen sich nicht. Und daneben liegen Lochkarten. Oh, dann nehme ich mir die Lochkarten. Alle? Ja, klar. Das ist so ein Stapel. Natürlich. Nee. Okay, wo tust du die hin? Packe ich sie in meine Taschen. Okay, sieht man die noch? Nee. Okay. Gut, dann zu dir. Du kommst in diesen Raum rein. Mit meinem unnatürlichen Gespür, Lochkarten aufzuspüren, weiß ich natürlich ganz genau, wo ich hingehen soll. Du weißt natürlich, wie eine Lochkarte aussieht, ja, auf jeden Fall. Das ist mein Fleisch und Blut. Du läufst in diesen Raum rein und du findest tatsächlich ein paar Lochkarten. Das sind drei Stück. Würfel mal auf was auch immer wie heißt dein Lochkartenwert? Achso, Zahlenhandel, ne? Würfel mal auf Zahlenhandel. 76 habe ich. Ja, würfel mal aber um 30, ja, um 40 erschwert. Ach, jetzt komm aber mal. Ja, es ist schon was Besonderes, was du da gefunden hast. Ja, und deswegen kann ich die nicht nehmen, oder was? Du kannst sie nehmen. Davon reden wir nicht. Ob du weißt, was die bringen, ist die Frage. Ich weiß, was die bringen, ich bitte sie. Ach, oh shit, ich weiß nicht, was sie bringen. Diese Karte, du schaust sie dir an. Sie scheinen jetzt nicht ungewöhnlich, aber du weißt auch nicht genau, wofür sie gut sind. Das ist mir noch nie passiert. Eine Lochkarte, die ich nicht identifizieren kann. Doch, das ist ja schon mal passiert. Aber du kannst sie natürlich das einreden. Das ist mir noch nie passiert. Ja, ist dir noch nie passiert. Das ist absolutes Novum. Das muss etwas ganz Besonderes sein. Gut, du steckst sie ein. Mehr findest du im Raum an Lochkarten jetzt auch nicht sofort. Aber ich habe nur eine jetzt. Nee, drei. Er hat einen ganzen drei Stapel. Lochkarten hast du gefunden. Drei. Und du sagst mir später noch welche oder wie machen wir das? Es weiß nur wirklich jeder, dass nicht die Menge der Lochkarten zählt, sondern die Technik. Sondern ob sie an den richtigen Stellen gestanden sind. Okay, na gut. Ich schreib's mir mal auf. Gut, dann versuche ich natürlich jetzt wieder hinzugehen, aber es dauert wahrscheinlich ein bisschen. Ja, okay. Ich muss gleich denen was schreiben, deswegen muss ich euch beschäftigen. okay, warte. Gut, ihr seid in diesem Raum. Was willst du jetzt noch tun? Er hat sich gerade diese Lochkarten genommen. Und vor allem, was tust du als nächstes? Gehst du zu den anderen zurück? Also in dem Raum gibt es diese Maschine, die das druckt. Da stehen jetzt noch ein paar Regale rum und so. Und oben kommt natürlich irgendwie so eine Leitung, so eine Art Rohrleitung. Durch die, da liegen so Kapseln drunter. Es sieht aus, als ob da irgendwas angeliefert wird. Ja, guck ich mit das oder was? Ja, vielleicht. Mir hast du Ahnung von Maschinen? Fragst du mich oder fragst du deinen Charakter? Den Nee, weißt du nicht, was ist. Ja, guck ich mir mal da an. Okay, da liegen so Kapseln, die erinnern so ein bisschen an die Röhre, in der auch eure Nachricht ist, aber sind größer, wirken irgendwie ja maschinenartiger. Ja, da liegen so Kapseln. Ja, also du gibst mir jetzt wenig Sachen, mit denen ich interagieren kann. Du kannst diese Kapseln reingucken. Okay, dann gucke ich in die Kapseln rein. Ich darf dir nicht sagen, was du tust, deswegen sage ich dir, was ist da. Ja. Okay, ja, du guckst in so eine Kapsel rein. In der ersten ist nichts drin. Dann gucke ich in die zweite. Da ist ein Stück drin. Das nehme ich raus. Es scheint die Vorlage für das zu sein. Oh. Also sieht genauso aus, oder was? Nee. Das ist quasi eine handgeschriebene Version davon. Mhm. Also daraus wurde scheinbar die Kopie erstellt. Also das ist das Original. Genau. Ja, und als du dir die Rückseite anguckst, steht eine Adresse drauf. In der Stadt. Hm.
dann möchte ich gerne mal lesen. Mhm. Ist das hier? Goldsteller Gasse 4. Goldsteller Gasse 4. Das scheint sowas wie eine Rechnungsadresse zu sein. Goldsteller. Muss alles seine Ordnung haben. Gasse 4. Könnte das womöglich der Auftraggeber dieses Gesuches sein? Das ist möglich. Wir sollten das auch auf jeden Fall mitnehmen. Eventuell können meine Raptoren da ein bisschen schnüffeln. Denn der Ersteller hat das ja von Hand geschrieben. Da ist ja sein Geruch noch mit dran. Ja, oder vielleicht brauchen wir das noch. Wenn es schneller gehen soll, machen es einfach meine Fledermäuse. Ja, selbstverständlich. Oh, was man sieht denn hier? Ich habe mich ein wenig umgesehen. Es war sehr aufschlussreich. Oh, sind das da drei Maschinenwesen ohne Lochkarten? Wie passend! Denn ich habe drei Lochkarten. Hier. Darf ich die reinmachen? Klar. Ich will die Mandeln. Okay. Weiß nehme ich nicht. Du machst sie rein, ja? Ja. Okay, du nimmst eine Lochkarte und steckst sie in eine der Maschinen. Lochkarten in den Rechner schieben? Na, vielen Dank. Dankeschön, das ist sehr freundlich von Ihnen. Dann geben Sie die Lochkarten. Das Besondere ist nämlich, diese Lochkarten sind sehr mysteriös. Ich weiß nicht, was sich darunter befindet. Und ich dachte mir, wir probieren sie einfach mal aus. Einfach reinstecken. Aber seien Sie vorbereitet. Es kann alles Mögliche passieren. Es kann sein, dass sich diese drei Maschinen gleich, wenn das Schicksal uns nicht hold ist, vielleicht in Monster verwandeln und uns angreifen. Es könnte alles sein. Es könnten Wächterkarten sein. Ja, dann stecken Sie doch einfach rein. Ich wollte Sie nur über die Gefahren aufmerksam machen. Gut, dann stecke ich Sie rein. Zack. Niemand liest den Disclaimer. Eine oder alle. Ist nur erstmal nur für mich wichtig. Steckst du alle drei in jede? Alle drei gleichzeitig volle Kanne. Okay. Oh, das ist die Maschinen erwachen zum Leben. Auf deren Gesichtern ist, die vorher noch leer waren auf den Screens, so ein riesiges rotes X. Und die laufen sofort los in Richtung Gang. Also weg von uns? Oder? Ja, zu dem Gang, wo du diese Karten gefunden hast. Lassen Sie sie laufen. Sie haben ein Programm. Wahrscheinlich führen sie uns irgendwo hin. Ja, ein rotes X ist meistens ein gutes Zeichen. Für einen Platz. Ja, oder okay, die gehen in den Gang. Die erste geht nach rechts, der zweite nach links, der nächste geht die nächste Tür rechts. Die gehen da rein und fangen an, alles zu zerreißen. Die fangen einfach an, die Akten zu zerreißen. Einen nach der anderen, machen alles kaputt. Aber wirklich so britz, britz. Das Kernarchiv, Fantastisch. Ein Zerstörungslochkartensystem. Also man hört dieses Ripseln und Rapseln und plötzlich kommt hinten eine andere um die Ecke, so eine andere Maschine mit einem leeren Gesicht und Formidablius dahinter. Hallo, ich habe ihn gefunden. Und er hört das Geräusch, was ist hier los? Kommt angerannt, nein, mein Archiv! Alarm! Und er versucht an euch vorbei in diesen Raum zu rennen, wo ihr gerade seid. Also ich kann ja schleichen. Ja. Wir haben nichts gemacht. Ja, er geht, rennt an dir vorbei einfach. Rennt auf den Schreibtisch zu. Sie haben ihre Maschinen offensichtlich nicht im Griff. Vielleicht sollten sie lieber auf Tiere setzen statt Maschinen. Die sind wesentlich zuverlässiger. Er zieht die Schublade raus und haut auf den roten Knopf, der da drin steckte. Mhm. Es geht ein Alarm los und dann die Welt von denen, die Reißtrutze sind in wenigen Minuten hier. Die Reißtrutzen sind doch schon hier. Verdammt, Vernichter! Und rennt wieder an euch vorbei zu den Maschinen und versucht, die Lochkarten aus diesem Automaten zu ziehen. Also aus den Juristographen. Immerhin ist er beschäftigt. Die sind schon richtig weit. Der Erste hat den ersten Raum schon durch. Also die zerreißen in einem eigenen Tempo. Wenn ich kurz was vorschlagen darf. Ja, also ich weiß, wie in diesem Fall operiert wird bei den Reichstrutzen. Mein Vorschlag wäre, dass wir hier uns schleunigst aus dem Staub machen. Wir haben eine Adresse, eine neue Spur. Vielleicht sollten wir diese verfolgen. Ich möchte ungerne am Tatort sein, wenn die Kollegen eintreffen. Oh nein, meine schönen Akten! Ja, vielen Dank für alles. Auf Wiedersehen. Naja, wollt ihr rausgehen? Formidablus, ja. Ich werf so einen Goldcoin, schnickst dich ihm zu. Nichts für ungut und ja, während du gerade zu ihm guckst, siehst du, wie er verzweifelt versucht, hoch genug zu kommen, um diese Karte aus dem Ding zu ziehen, während das halt so ein Ding nach dem anderen zerreißt. So, also es ist gerade bei so Dingern, die sehen uralt aus. Also wenn irgendwelche Backstempel drauf, zerreißen das alles. Also ist denen alles egal. Oh nein, meine schönen Akten! Es ist zu schön, um es einfach. Man muss es eigentlich so lassen. Ja, er geht raus. Ja, aber wollen wir ihm nicht doch ein letztes Mal helfen? Ihm scheint dieses schnöde Papier so wichtig zu sein. Ja, ich denke, wir sollten vielleicht eher uns selber helfen, indem wir weggehen. Das ist akzeptabel. Okay, ihr geht. Ihr hört hinter euch die ganze Zeit noch. Hört ihr halt das Klappern und das Reißen. Nein. Ich komm noch mal vorbei für die Lochkarten. Also ja, ihr hört in der Ferne, hört ihn noch ein bisschen wimmern und weinen. Ihr verlasst die Katakomben und seid draußen. Ich habe den Umhang wieder auf.
Ich höre nichts. Auch noch. Der Schall dicht? Okay, ja. Was wollt ihr tun? Ihr steht jetzt draußen davor. Der Alarm, den hört ihr drin immer noch dröhnen. Es gehen so in den Lichthäusern, sieht man so ein paar Kerzen angehen. Aber wissen wir jetzt, wenn wir den Straßennamen haben, wo das ist? Ja, das könnt ihr finden. Okay, dann würde ich sagen, wir sollten schleunigst in die Goldsteller Gasse 4. Sag mal, ihr könnt euch im Zweifelsfall durchfragen, aber es ist jetzt keine. Ja, findet ihr. Wäre jetzt Quatsch zu sagen, nee. Kriegt ihr schon hin. Ja, dann. Sollten wir da hingehen, bevor die Reichstrutzen hier kommen. Okay. ja, dann ihr macht euch davon. Ihr hört hinter euch, wie aus der anderen Richtung, hört ihr halt wirklich so, ne, hört ihr diese, so im Gleichmarsch, hört ihr irgendwelche Truppen ankommen. Also es scheint, dass ihr gerade noch rechtzeitig davon gegangen seid, war offensichtlich eine gute Entscheidung zu gehen. So, ja, währenddessen hört ihr aber auch weiterhin, wie das Archiv offensichtlich komplett dem Erdboden gleich gemacht wird. Also man hört so Papierreißen aus diesen Räumen und immer noch, nein, mein ganzes Lebenswerk. Zu meiner Verteidigung, ich konnte ja nicht sagen, was diese Lochkarten machen. Natürlich nicht. Nein, es war vollkommen richtig, alle drei Karten sofort reinzustecken. Ja, aber fanden Sie es nicht auch spannend? War es nicht irgendwie ein toller Moment, nicht zu wissen, was passiert? Nach 1000 Jahren immer wieder dasselbe Leben, mal ist was Neues da. Ich liebe dieses Rumzähler. Endlich mal tut sich was in meinem Leben. ich möchte ja nicht stören, aber... Ach, du bist auch noch da. Was zum Henker? Ich dachte, wir überbringen die Nachricht. Nachricht? Ja, aber der war ja offensichtlich nicht da. Die ist ja auch nicht an Kublasch, die Nachricht. Kann ich meine Nachricht vielleicht wieder haben? Nee, einen Moment. Wir sind jetzt hier zusammen in dieser Geschichte. Seit wann? Das ist jetzt das so ist jetzt passiert. So. Jetzt sind wir halt hier. Joblasch. 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 Jo. Es ist doch so. Wir wollen rausfinden. Tanti. Ja. Wir wollen noch rausfinden, wo der Ursprung dieser schlimmen Hetzjagd auf ihren Meister ist. Also, ich persönlich jetzt nicht. Sie wollen es nicht rausfinden? Ja, ich will meine Nachricht überbringen. Ja, aber das wollen wir doch alle. Ich weiß ja, was draufsteht. Ich überbringe jetzt meine Nachricht. Und er läuft los. Aber, Entschuldigung. Denn glauben? Genau. Wer wird ihn glauben ohne Nachricht? Okay. Ja, wenn ich die Nachricht haben kann, er dreht noch ein letztes Mal um und hält die Hand hoch, so dass du ihn mir herwerfen sollst. Werter Trias, geben Sie ihm doch jetzt diesen Zettel, wenn er so wichtig ist. Na gut, aber wo gehen Sie denn hin? Zu Yalcassa! Und wo ist Yalcassa? Im Reich der Kinder der Quelle. Ich bin hier jetzt! Ja, lieben Gruß. Lieben Gruß von uns. Wenn sie mich mal besuchen kommen möchte. Er schnappt sich die Nachricht und rennt einfach los. Okay, tschüss. Kurze Frage. Sollten wir nicht ihm hinterher, um dann dahin zu kommen, wo er hin will? Oder ist es. Das ist voll weit. Also nur mal fürs Verständnis. Der will in ein anderes Reich. Das dauert Tage, bis der da ist. Ja. Also wenn er da wirklich hingeht. Na, ich frage mich nur, ob es möglich wäre, eine meiner Fledermäuse als sowas wie einen Betreuer mitzuschicken, dass wir Bescheid. Ich weiß nicht, ob das relevant ist. Vielleicht würfel mal um 50 erschwert. Okay. Ja, ich habe ja genug Fledermäuse. Eine kann ich entbehren. Auf Fledermäuse Scout. Ja. Okay. 50, um 50 erschwert, also 100. Also nee, ich habe ja 50 und 50 erschwert. Du hast 50, also ja, dann hättest du jetzt eine 1 werfen müssen. Aber ja, nee, schaffst du nicht. Okay, nee, die Fledermaus, du führst deinen Tanz auf, die Fledermaus sieht die Flügel so hoch. Ja, wir gehen. Fliegt davon und war nie wieder gesehen. Das ist weg, du hast eine Fledermaus verloren. Die hat mich einfach falsch verstanden. Ja. Okay, du hast jetzt noch 24 Fledermäuse. Machen wir eine Ressource okay. draus. Okay. In die Goldstellergasse. Ja. Okay. Ja, ihr findet, also wenn ihr euch auf den Weg machen wollt, ich weiß nur, dass die anderen beiden auch sagen ja. Also er ist jetzt übrigens weg, das Ding ist weg, nur dass alle verstanden haben. Okay, gut. Okay, ja, ihr macht euch auf den Weg dahin. Das ist schon ein Stückchen durch die Stadt. Also ihr lauft einen Moment, bis ihr dann wirklich da auch ankommt. Mhm. Es ist weiterhin mitten in der Nacht, es regnet, sehr ungemütlich. Ja, ihr könnt selber euch überlegen, inwiefern ihr mit dem gut oder schlecht umgeht, was ihr da gerade erfahren oder getan habt. Also ihr habt halt gerade das Stadtkernarchiv vernichtet. Was waren die Roboter? Nein, also um genau zu sein, wart ihr es. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es geht mir doch sehr näher. Als Hüter des Ultra-Core hat mir das nicht gefallen. Aber wieso? Stellen Sie sich die Weil Frage. Das gesammelte Wissen des Ultra-Cores in diesem Archiv ist. Ich hoffe, dass der gute Formidablus noch ein paar wichtige Dokumente sichern konnte. Also seit Jahrhunderten werden diese Schriftstücke bewahrt, archiviert und geschützt.
Aber warum gibt es dann eine Selbstzerstörungslochkarte nur einen Raum entfernt? Drei sogar, um genau zu sein. Wie kommt das? Naja, Wissen ist Macht. Und manchmal ist es besser, das Wissen auszulöschen, bevor es den Feinden in die Hände fällt. Ich denke, das ist in diesem Fall geschehen. Ja, das war eine Art Selbstzerstörung. Der gute Hamster konnte nicht damit rechnen, dass er den Feind in seine Katakomben gelassen hat, als er ihnen das Tor öffnete. Das sehen Sie mal, Lochkarten funktionieren. Das ist die Zukunft. Aber Gentlemen, wir sind doch alle einer Meinung, dass der Ultra-Core geschützt werden muss, damit alle Reiche weiterhin wachsen und gedeihen können. Keiner von uns hat doch das Interesse an einem kaputten Ultra-Core. Unsere prächtigsten Zuchtbullen sind im Akt des Schleppens zugrunde gerichtet worden, nur um diesen Ultra-Core aufzubauen, um alle Reiche zu schützen. Ja, so ist es. Diesem zuwiderzuhandeln würde bedeuten, das Erbe unserer prächtigen Zuchtbullen zu verunglimpfen, auf Übelste. Das nehme ich als persönliche Beleidigung an. Apropos Zuchtbullen, während ihr euch so unterhaltet, merkt ihr gar nicht, dass ihr in der Goldstellergasse 4 angekommen seid und ihr steht plötzlich vor einem Freudenhaus. Ja. Oh! Oh! Ich glaube, hier war ich schon mal. Ja, das kommt mir überraschend. Darf ich mal ganz kurz. Hier war ich definitiv schon mal. Würfel mal auf. Hast du irgendwas, was. Würfel mal auf Betören oder was du da hast. Flirten. Flirten. Würfel mal auf Flirten. 45, hast du 54? Nee, schade. Ja, okay. Ich hab noch nicht einmal heute irgendwas bestanden. Den ersten Wurf. Dem ersten hast du sofort einen reingehauen. Aber, werte Herr Trias, nur um diesen einen Punkt noch zu machen. Das Wissen war da und wir waren ausgeschlossen. Denken Sie mal darüber nach. Wir stehen vor einem Bordell. Dürfen wir in dieses Wissen nicht? Ne? Warum nicht wir? Kann das sein, dann dass, doch Sie, lieber kaputt dass Sie irgendwie versuchen, eine Argumentation zu finden, Ihre ungeheuerliche Tat in ein rechtes Licht zu rücken? Pappalapapp. Lassen Sie uns in 100 Jahren noch mal drüber reden. Gut. Schuld ist wie ein Päckchen, man nimmt es besser an. Bei mir steht Empfänger verzogen. Ja, das vermute ich auch. Ja, ich denke, es gibt ein altes Sprichwort, das heißt, when in Ambros. Du es the Ambrosius. Du. Ja, ihr steht weiterhin vor der Tür. Also wir stehen hier vor einem gar prächtigen Gebäude. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich spüre meine Libido in Wallungen geraten. noch kein Ritter der Garde konnte sich dem köstlichen Leibestätigkeiten entziehen. Vielleicht gibt es hier eine Möglichkeit auch für den werten Herrn mal. Sie tragen ja eh keine Kleidung. Ja. Insofern naja, ist es ja nicht mehr weit. Ich kann ja mal den 6. Raptor rauslassen. Es geht ja, was immer Sie mögen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen nach all den Jahren, wie es steht. Aber menschliche Freunde, dem bin ich längst entglitten. Das kann mich nicht berühren. Dafür habe ich andere Dinge. Ja, aber vielleicht Körper, Klaus. Klaus? Rumpelt in dem Koffer so ein bisschen rum. Klaus! Nicht Bus bauen! Was rufst du da? Mein kleiner Klaus? Nicht den Bus bauen! Nun, wenn es keine Einwände gibt, würde ich vielleicht einmal ganz kurz klopfen. Wir können uns ja mal über das Inventar informieren, wenn Sie verstehen. Klopfst du? Okay. Einen Moment. Aber sicher doch. Ja, die Tür geht auf. Vor dir steht ein Kind der Quelle. Frau. Mhm. Öffne die Tür und dann. Oh, Sie wollen sicher zu Ihrem Kollegen. Meinem Kollegen? Ja, ja. Selbstverständlich. Würfel mal auf Lügen. Na gut, schnell eingeschritten. 16, geschafft. Ja. Dann lassen Sie mich doch gleich zu Ihnen führen. Ja, sie öffnet die Tür und winkt euch alle drei rein. Mhm. Okay. Ja, dann mal los. Das Viehzeug bleibt aber draußen. Das ist doch kein Viehzeug, das sind meine Freunde. Ich verbitte mir dieses Urteil. Das sind Familienmitglieder. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten, aber Tiere sind hier drin. Sie können mir gleich zu nahe treten. Wie ist der Preis? Ach, Süßer. Mhm. Willst du wirklich ein Preisangebot haben? Ja, sie nicht. Okay, sie will 15 Silberstücke. Keine Angst, da mussten wir nicht allzu tief ins Archiv gehen, um die Sounds zu finden. Dankeschön. Natürlich sollen ihre süßen Tiere auch ein bisschen Spaß haben. Okay, sie nimmt das. Ja. Gut, dann folgt mir doch. Sehr gerne. Ihr einfach da geradeaus ins Hinterzimmer.
Eine Frage. Wo ist denn mein Kollege? Ja, da geradeaus. Also sie zeigt den Flur. Also ich beschreibe euch einmal den Raum. Ihr seid in so ein Haus gekommen. Es führt ein Flur geradeaus. Rechts geht eine Treppe hoch. Links und rechts sind Türen. Sie will mit dir jetzt in eine der Türen gehen und sie zeigt an der Treppe vorbei zu so einer Tür, die so ein Spalt offen steht. Da zeigt sie drauf. Es ist klar, was sie meint, wo ihr hingehen sollt. Das ist Originalaufnahme. Was sie meint, wo sie hingehen sollen, ja. Ja, ah ja, ich weiß, okay, wo es lang geht. Ja, ihr geht in dieses Zimmer und wenn du jetzt nicht sagst, nee, dann tut ihr da, was man in so einem Zimmer tut, wenn man bezahlt. Ich sag doch nicht nee. Okay, ich hab doch dann bezahlt. Viel Spaß. Würfel mal auf. Nee, das machen wir am Ende. Was ist die Hausregel bezüglich Ghoul? Achso, du kannst mit ihr nicht reden mehr. Sie ist mit ihm im Zimmer verschwunden. Sie ist mit mir im Schnackseln. Aber dann gehe ich halt zu irgendwem sonst. Hallo, sie da. Kann ich mir. Sitzt ein Paar auf dem Sofa und tausche ich mir auch jemanden holen und den aussaugen? Das kriegt doch keiner mit, ne? Du möchtest Ärger. Ich darf nicht ich selbst sein. Mir wird verwehrt. Ich habe nicht gesagt, du sollst nicht. Ich habe das gerade als gute Idee empfunden. Aber ja, ich will ja meinen Kollegen jetzt hier nicht ständig Ärger machen. Definiere aussaugen. Nee, ich meine schon, ich habe Hunger. Ich kann sie ja nur ansaugen. Ihr könnt das gar nicht diskutieren, ihr zwei. Du bist im Raum und ja, okay, nee, ich trau mich nicht, weil ich habe diese neuen Freunde gefunden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die behalten kann. Wenn wollt ich, ihr in dieses Zimmer gehen? Ja. Warum ist immer ihr? Okay, ich kann doch nur für mich sprechen. Okay, gut, möchtest du in dieses Zimmer gehen? Ja. Möchtest du in dieses Zimmer gehen? Wer fragt das denn jetzt? Eine der Frauen. Ich frage dich das. Dann frage ich doch die. Ja, meine Frage war eigentlich, ob es eine Politik gibt, der zufolge Ghule auch Spaß haben dürfen. Ach so, okay, das machen wir klar. Ich kam nicht dazu, ja. Ich lass ihn erstmal in diesen Raum gehen. Das war mir nicht klar, dass du versuchen solltest, eine Prostituierte für deinen Ghoul zu kaufen. Ja, ich bin ein guter Ghoulfahrer. Oder einen. Ja, aber ich habe dich doch draußen gefragt, hast du Nein gesagt. Ja, für mich. Aber ja, doch nicht für Klaus. Okay, so, gut. Du gehst in dieses Hinterzimmer. Du kommst da rein, öffnest die Tür. Du kommst in so einen ziemlich verrauchten Raum. Also es erinnert so ein bisschen, um das jetzt mal simpel zu beschreiben, an so eine Opiumhöhle. Also es hängt echt so ein dichtes Gewaber. Überall liegen irgendwelche Leute rum. Und in der Ecke liegen drei Männer in Reichstrutzuniform. Und eine Frau in Reichstrutzuniform. Die gucken hoch. Ja, kannst auch was haben. Okay. Okay. Ja, lege ich mich dazu. Ja, da liegt eine Pfeife rum. Ja, da ziehe ich doch mal dran. Okay. Oh Gott, oh Gott. Wie tief ziehst du denn? Naja, so wie wir das bei den Reichstrutzen machen. Ne? Okay. Ein langer und drei kurze. Gut. Ja, du ziehst und hast eine gute Zeit. Was tust du? Ich suche mir jemanden, mit dem ich über Klaus reden kann. Okay, da sitzt eine junge Dame auf einer Couch, die dich nett anlächelt. Hallo, junge Dame. Ich hätte da einen Freund, der ist ein wenig schüchtern. Hallo, junge Dame. Hallo. Und der würde, keine Sorge, ich bin es nicht. Ich bin ein wenig zu alt für Sie. Er sieht nicht so gut aus und er ist nicht der Hübscheste, aber ich nehme an, das sind ja ohnehin alle hier nicht, ne, die hierher kommen. Zumindest ist er kein Velociraptor. Immerhin ist er kein Dinosaurier, ne? Okay, ja. Wäre denn für meinen Freund auch eventuell eine Dame verfügbar? Welchen Freund denn? Hier. Und damit öffne ich die Körperklaus, Kofferklaus. Ich hab ihn doch gesagt, jetzt hört ihr mal ruhig. Und übergibt sich sofort auf den Boden im Flur. Sind die Körperklaus alle so? Sieht echt widerlich aus. Auf dem Bild ist das so ein zusammengenähter Klops. Ja, aber auch Klops verdient Liebe. Dann werde ich dieses Etablissement verlassen. Und zwar sofort. Ah, sie rennt ins Hinterzimmer. Egal, was ich mache. Dann sitze ich einfach hier und warte auf die anderen. Kann ich kurz rausgehen? Okay, sie rennt einfach. Du kriegst so halb aus dem. Entschuldige, was willst du rausgehen? Du hast gesagt, ich sitze hier. Das ist alles gut. Okay. Dann, sie rennt jetzt, du kriegst so halb mit, dass irgendjemand ins Hinterzimmer poltert. Sie poltert durch eine weitere Tür und da ist so ein bisschen Aufruhr. Man hört irgendwelche Stimmen. Und auf einmal treten so drei Rattenmenschen aus der Tür. Was ist hier los? Gucken in eure Ecke. Bei dir nichts Ungewöhnliches. Vier voll weggedröhnte Reichstrutzotzen. Das waren doch eben noch drei. Gucken auf den Flur und sehen dich da liegen. Mit einem Koffer stehen. Was zum? Steh da mit einem Koffer. Ja, okay, die kommen vor. Also, einmal für dich. Es gibt in dieser Welt ganz wenig Leute, die automatisch an den Rand gerückt werden. Leider gehören Rattenmenschen dazu. Also, die werden selbst von anderen Jumanjin wie Dreck behandelt. Das ist ganz oft so in zwielichtigen Sachen und so. Von mir. Ja, genau. Ich sag nicht, dass ihr das tun müsst, aber das ist was denen leider oft widerfährt. Die sind also sozial schwer zu erreichen, weil die immer davon ausgehen, dass jeder sie verurteilt. Das kann ich verstehen. So, die kommen also auf den Flur. Was ist hier los? Hallo? Sehen halt da diesen Haufen Kotze
Hallo, werte Rattenmenschen. Hallo, wie geht es Ihnen? Schönen Dafür Tag. Bezahlen Darf Sie. Ich Ihnen etwas? Wie bitte? Dafür bezahlen Sie. Wofür denn? Die Kotze. Das ist doch nicht meine Kotze. Sie können sie gerne haben. Ich will sie gar nicht. Also wenn Sie sie nicht mehr essen? Einer von denen fängt an, die so zusammen zu kratzen. Sehen Sie? Und schon sind alle zufrieden. Was suchen Sie hier? Ich suche, um genau zu sein, suche ich... Oh Mann, was suchen wir? Du hörst so ein bisschen Gepolter auf dem Flur. Das lenkt dich schon ab. Ja. Also, du bist gerade so dabei, guckst so im Spiegel deinen Bizeps so an und auf einmal hörst du die ganze Zeit irgendwen auf dem Flur rumlabern. Ah, shit. Wie ist dein Name nochmal? Nenn mich, wie du willst, Baby. Okay, dann nenne ich dich Schlawenzel. 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 Ja, okay. Guck mal, ich pack sie so und ich halte sie noch so an mir dran. Aha. Und gehe jetzt so mit ihr so raus. Danke. Hey, was ist da unten los? Ihr stört mich. Die Rattenmenschen gucken so, geh in dein Zimmer, du Bumsfink. Okay, aber ihr seht auch ganz schön rattig aus. Oh, Würfel auf Humor. Oh, du hast dich schon wieder. Oh Mann, also jedes um 30 erschwert auch. Monster, die mögen halt überhaupt keine dummen Sprüche. Ja, die sind, der eine klappt sofort ein Messer aus. Was hast du gesagt? Hey, 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 Sekunde, sonst muss ich mein Messer auch aus der Scheide ziehen. Würfel auf Humor. Voll verkackt. Witzig bist du auch nicht besonders. Raus hier! Sie steigt von dir runter und hey, hey, hey. Geht einen Schritt weg. Die anderen beiden klappen auch ihre Messer aus. Okay, warte, das dauert eine Sekunde, bis ich mein Messer wegstecken kann, okay? Du bist jetzt sofort raus aus dem Schuppen! Ich würde vorschlagen, wir gehen, das war ohnehin, wir waren schon zu lange. Was hast du denn hier zu melden? Ich und einer von denen drückt seine Klinge so an deine Kehle. Ich gehe rein, ja, und ich hol meine Sachen und so. Mein, also, okay, ja. Ne? Also, mein Speer und meine Schleuder. Niemand erschien, aber mir drückt jetzt keiner eine Klinge. Naja, wird okay, ja, du kannst dich wehren. Naja, aber ich wehre mich nicht. Ich werfe mich an seinen fucking Hals und zwar innerhalb von einer Sekunde und reiß ihm seine scheiß riesen Aalschlagader raus. Okay, auf was würfelst du, um das zu tun? Auf Beißen? Scheiße, da wäre Beißen gut gewesen. Nee, du hast gesagt, Beißen. Ja, kann ich weiß. Dann würfel auf. Schleichen. Ja, schleich würfel mich auf an ihm vorbei. 75, so, der wird jetzt zu Tode geschlichen. Kannst mal schön gucken, wie die Ader platzt. Ist wirklich ein 60. Eine 60. Was hast du auf Schleichen? 75. Oh gut, hast du geschafft. Okay, du wendest dich an seinem Messer vorbei, stürzt dich an seinen Hals und fängst an, da drauf zu saugen. Er quietscht natürlich auf. Sofort. Die anderen beiden sind ein bisschen erschrocken, aber der eine geht sofort auf dich los, der andere geht auf dich los. Ja, ich bin ja zurück in den Raumgang, wo ich... Ja, der folgt dir. Ja, aber ich hatte... Die wissen, dass ihr zusammengehört. Ja, aber in der Zeit habe ich schon meine Waffe geholt und erwarte ihn an der Tür. Okay, meine du Schleuder. Kommst nach dem Tumult ein bisschen zu dir zumindest wieder. Du hast zumindest nicht so tief getroffen. Ja, und ich warte natürlich nur drauf, dass der Typ durch die Tür kommt und dann kriegt er sofort die Schleuder an den Kopf. Okay. Und ich stehe am anderen Ende des Raumes, ne? Ja, ja, warte. Wie wehrst du den anderen ab? Der ist ziemlich dicht an dir dran. Der ist jetzt schon da. Ich bin ziemlich in einem Blutrausch, wenn ich ehrlich bin. Und würde das jetzt normalerweise merken, aber in dem Fall kriege ich das gar nicht so richtig mit. Mhm. Aber ich hoffe natürlich, dass vielleicht mir Klaus hilft. Würfel mal auf Schleichen um 50. 20 erschwert. 55. Wir müssen das noch gleich mit zum nächsten Mal an den Wert. Du brauchst einen Nahkampfwert, einen besseren. Aber geht jetzt erstmal. Also alles außer Füllen führt hier scheinbar zum Was Kampf. Hast du auf? 52, ich hab 75, du meinst 20. Das Problem ist, dass er so einen harten Rattenspruch bringt. Aber ich hab's, ja, aber um 3 Punkte habe ich es geschafft jetzt gerade. Hast du geschafft? Du weißt doch Schleichen, oder was meinst du? Ja, ja. Ja. Okay, gut. Dann, ja, der haut mit der Klinge nach dir und du schaffst es gerade so, der auszuweichen. Die wirklich streift deine Kleidung und die haut neben dir in die Wand. Er guckt dich ein bisschen irritiert an, während du diesen Sound machst, aber ja, der andere kommt jetzt um die Ecke. Du kannst eine Attacke mit der Schleuder so, umwürfen. Schleuder und natürlich was instant auch, also erst die Schleuder und dann kommt natürlich mein Kommando für die Raptoren. Die sind aber vor der Tür, ne? Nee, ich hab doch gesagt, ich nehme die mit rein. Nein, die hat gesagt, keine Raptoren, die zu bezahlen, hat nicht daran geändert, dass die rein dürfen. Ich dachte, ich durfte die sind nicht im Haus. Ja, dann kriegt er so auf die Schleuder. Okay, warte. Kopf. Weil wir sowas schon ein paar Mal hatten. Du schießt einfach auf ihn, richtig? Nicht, dass du jetzt gleich triffst und mir erzählst, ich habe sein Auge doch getroffen. Ja, also natürlich will ich ihn irgendwie auf den Kopf hauen, wo es am meisten wehtut. Dann erschwere ich dir das um 15. Warum? Weil 15? Es schwerer ist, den Kopf zu treffen, als einfach nur einen Gegner zu treffen. Ja, okay, ich nehme diese Information zur Kenntnis. Zum x-ten Mal. Was habe ich da? Einer so rausgeworfen einfach. 25, ja. Ist wahrscheinlich ein Treffer, oder? Ja, aber sowas von. Gut, würfel mal mit einem W20 den Schaden aus. Hier ist ein W20. Vielen Dank. Plus 5 sind 11. Aber nur ein. Pff,
jetzt auch nicht besonders beeindruckender Schaden. Also. Ja, aber. Also. Ja, du triffst ihn, er taumelt einen Moment zurück. Ja. Was tust du? Du kommst so zu dir und merkst, dass auf dem Flur irgendwie ein Kampf tobt. Wow, wow, wow. Puh. Ich gehe zu den anderen drei Reichsschutzen. Ich sehe, also ich sehe, dass die kämpfen, ja? Ja. Und also du kriegst das mit, du hörst ja, das. Sehen tust nicht, aber du hörst, dass da gekämpft wird. Ich sag so, hey Jungs, Jungs, ich brauch kurz eure Hilfe. Reißt euch mal zusammen. Wir haben da draußen ein bisschen Ärger. Kommt. Ja, die sind so ein bisschen halb benommen, aber stehen auf. Was ist los? Ja, meine Freunde, ey, wir müssen nur ein bisschen zwei Rattenmenschen ein bisschen Angst einjagen. Würfel mal auf Autorität. Okay, hast du geschafft. Okay, Claro! Die schnappen sich ihre Schwerter und stürmen da raus. Und der gerade versucht, so seinen Dolch da rauszuziehen, kann gar nicht dagegen angucken, wie die wirklich so ihn komplett zerhacken. Die kommen halt um die Ecke, sehen ihn und so halb betaumeln, hacken die ihm wirklich, eine hackt ihm beide Arme ab, der kriegt noch, der andere hackt so quer durch seinen Oberkörper. Endlich, sehr gut! Okay, die andere Ratte sieht das und versucht zu fliehen. Du darfst nochmal auf sie schießen. Ich wollte eigentlich nur erschrecken, aber die kriegt nochmal... Ja, die sind total bedröhnt, also die kriegen gar nichts mehr hin. Mal einen mit der Schleuder. Ja, versuch nochmal mit der Schleuder zu schießen. Ich möchte dir diese zurückgeben. Also von den dreien ist noch einer da? 99. Das kritischer Misserfolg. Hat einfach überhaupt nicht geklappt. Ey, ja, du schleuderst und ballerst dir selber voll an die Birne. Würfel mal W20 Schaden. Auch mit dem W20. Ja, du wolltest gerade deine Hose noch anziehen, du bist irgendwie ins Taumeln geraten, plus 5. Du kriegst 15 Schaden. Du hast da so einen Regler da hinten liegen, den kannst du einfach 15 runterschieben. Okay, ja, der wird nicht getroffen, die Ratte rennt raus. Fehlt der Regler. Was fällt denn da rein? Und rennt halt davon. Die sind auch ziemlich flink. So. Okay, ja, der ist weg. Wegrennen können sie. Also aus allen Türen gucken jetzt auch so ein paar Leute raus. So, ihr habt auf jeden Fall das Freudenhaus in Aufruhr gebracht. So, ihr steht da. Keine Sorge, die Reichstrutze haben alles unter Kontrolle. Gehen Sie wieder in Ihre Zimmer, machen Sie, was Sie gemacht haben. wir werden hier sicherlich... Ich werde... Und dann nehme ich einfach, greife ich so aus einem der Zimmer hört man so ganz langsam... Gut so. Folgen Sie diesem Beispiel. Und ich greife so in die Tasche und hole so eine Goldmünze raus. Heute geht alles aufs Haus. Und werf die so auf den Boden. All you can. Knick, knack. Ich gehe zu der Dame und will sie darauf auffordern, dass wir weitermachen, wo wir aufgehört haben. Die Dame ist weggelaufen bei dem Kampf. Die ist nicht da stehen geblieben und hat dir zugeguckt, wie du ihre Chefs abmassakrierst. Aber wenn, hätte sie erregt. Was? Wenn sie zugeguckt hätte, ja, hätte ihr das sicher gefallen. Aber wahrscheinlich, ja. Also, ja. Lieber Velenarius, darf ich mal kurz fragen, kann man dich mal in Ruhe für 10 Minuten sie alleine lassen? Jedes Mal entsteht ein Debakel. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das so nicht erwartet. Naja. Das sagen sie immer, nachdem das Debakel passiert ist. Also mit diesen Lochkarten, da kann ich nichts für. Ich wusste ja vorher nicht, was drin ist. Hier will ich einfach nur für meinen Freund eine Freundin finden und plötzlich fangen an, mich alle anzugreifen. Dann habe ich die Situation geregelt, plötzlich kommen hier Wachen und hauen alles zu Klump. Was also, erwartet denn? So wie ich das sehe, war ich hier gerade, hatte gerade eine gute Zeit. Sie mit sind meiner Lochkarte. Die haben nichts falsch gemacht. Und dann kommen diese Rattentäter und unterbrechen mein. Aber gut, muss nicht würfeln. Stell dich ein und wenn ich. Ich habe das Gefühl, sie sind schuld. Also ich beleidige nicht jeden, den wir hier treffen. Das tue ich doch auch nicht, wenn in diesem gottverdammten Land niemand Humor hat. Ihr schaut euch übrigens mal um. Diese Tür, aus der die gekommen sind, steht immer noch offen, also in diesem Hinterzimmer. Und das ist so. Ja, das sieht aus, als hätte jemand diese Tür in dieses Gebäude rein improvisiert. Da geht's so runter, das ist so Erdwände, als hätte jemand diesen Gang so ein bisschen hingeschustert. Herr Trias, lassen Sie uns doch Gelegenheit nutzen und erstmal gucken, wo diese Rattenmenschen herkamen. Lassen Sie uns das ganze verdammte Nest ausräuchern. Ja, das ist eine gute Idee, aber diesmal nehme ich meine Raptoren mit. Mach die Tür auf, nehme meine Raptoren rein. Ja, die kommen so ein bisschen. Wundern sich so ein bisschen. Keine Angst, ihr Lieben. Alles gut, ich gebe das geheime Zeichen für alles cool. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Die Fledermäuse stehen da alle so nebeneinander und gucken, ob sie auch rein dürfen. Mach ich. Meine Herren, ich entschuldige mich. Dieses Land ist mir fremd. Ich war lange, sehr lange in Asiliat. In meiner Welt, wo alles in Ordnung ist. Bitte sagen Sie mir in Zukunft, wie ich mich verhalten soll. Okay, es ist das mir ein ich. Neues Reich hier. Okay, das schreibe ich mir auf. Immer sagen, was er machen soll. Okay. So, ja. Und Sie können sich auch mal merken, Rattenmenschen sind nicht für ihren Humor bekannt. Okay, schreibe ich mir auf. Rattenmenschen nicht Humor. Okay, alles klar. Schreiben Sie auch, andere Menschen auch kein Humor. Andere
andere Menschen sind auch nicht für ihren Humor bekannt. Andere Menschen Sie vor allen sind auch Dingen. Nicht für ihren Humor. Alles Sie sind klar. auch nicht für ihren Humor bekannt. Ich bin nicht mehr für meinen Humor. Was? Doch, ich fand sie sehr lustig. Ah, ich wollte gerade sagen. Gut, wollen wir da jetzt nun reingehen? Ja. Ja. Die Wirkung lässt langsam nach. Also du bist ja auch was gewohnt von zu Hause, ne? Ist jetzt nicht das erste Mal, dass du dich weghaust. Ja, Adrenalin war schon guter Stoff. Auch, ne? Ja, war schon guter Stoff. Gehen wir da mal rein. Okay. Ja, also ihr geht auf diesen Gang zu und relativ, also es führt so eine Treppe nach unten und relativ schnell verstummen auch die Geräusche aus dem Hauptgebäude. Es wird immer so ein bisschen, ja, man hört so eine Art Surren. Es fühlt sich fast so ein bisschen, ja, wie soll man das beschreiben, so ein bisschen drückend an, aber nicht mal auf eine negative Art und Weise. Und euch steigt so ein modriger, fast pilziger Geruch in die Nase. Mm. Und es kommt so ein blaues Licht kommt unten um die Ecke. Also die Treppe geht ein ganzes Stück runter. Ihr seid bestimmt 15 Meter tiefer, diese Treppe schon echt ein paar Meter runtergegangen. Und wie lange laufen wir diese Treppe schon? Und ihr hört dieses Leuchten. Ja, ich schätze, es sind an die 15 Meter. Und dann hört ihr so eine brummende Stimme auf einmal. Kommt ruhig näher. Ich muss ganz kurz fragen. Das bin ich der Einzige, der das gehört hat, oder haben Sie das auch gehört? Wenn Sie meinen, dass da jemand gerade gesagt hat, dass wir näher kommen sollen, dann habe ich das nicht gehört. Das klingt wie ein Trick, denn ich habe diesen Trick auch schon heftiger benutzt. Ihr müsst euch nicht fürchten. Das sage ich auch immer. Das haben Sie doch gerade gesagt. Genau, das sage ich auch haben immer. Sie das gerade gesagt? Ich habe nichts gesagt. Haben Sie gerade was gesagt? Nein, aber die Stimme, die wir hören. Welche Stimme? Na die, Moment. Meine Stimme. Ah, da ist tatsächlich jemand. Wer sind Sie denn? Ich bin das Orakel der Zeiten. Oh, okay. Und was machen Sie so? Und Sie arbeiten im Puff. Ich weiß, sage. Okay, dann, wie funktioniert das denn mit den Weissagungen? Kommt doch näher, damit ich euch sehen kann. Okay, wo okay. müssen wir denn lang? Die Treppe runter? Es führt nur einen Weg, die Treppe runter, ja. Ah, Sie sind das Orakel der Klugscheißer. Ja. Ja, wollt ihr näher kommen? Ja. Wissen. Okay, ja, ihr geht weiter die Treppe runter und guckt rechts um die Ecke und ihr schaut in so ein, links läuft so Wasser die Wand runter, ist relativ bemoost, ganz idyllisch. Rechts ist relativ leer der Raum und es geht so ein blauer Schimmer von diesem Wasser aus. Und in diesem Schimmer seht ihr eine Gestalt sitzen. So sieht die Gestalt aus. Oh, ein Faultier. Genau, das ihr seht ist, das findet sich Faultier-Orakel, eine relativ große Gestalt. Ich wollte sagen, das befindet sich unterhalb im Keller? Das sitzt da, also euch ist sofort klar, das muss hier ewig sitzen. Also der Eingang ist nicht mal groß genug für dieses Orakel, um hier rauszukommen. Ich freue mich, dass ihr endlich hier seid. Endlich? Was bedeutet das? Hast du uns erwartet? Darf ich du sagen? Ihr dürft sagen, was ihr wollt. Wie heißt du denn? Dass ihr kommt. Ich bin das Orakel der Zeiten. Das ist deine Berufsbezeichnung. Ja, das ist kein Name. Wie hast du einen Namen? Deine Eltern haben doch nicht gesagt, wir nennen ihn Orakel. Wir nennen ihn Günther. Günther. Fabian. Hallo, Fabian. Hallo. Du wusstest, dass wir kommen? Ja. Okay, wenn du wusstest, dass wir kommen. Wie meint er das jetzt? Wie ist mein Name? Scheiße, ich hab dein... Trias. Ich hatte deinen Namen vergessen. Potzteufelsbiss, das ist sehr beeindruckend. Das stimmt. Okay, wie spielen die Lithikal-Raptoren nächste Woche gegen die Pseudorexe? 15 zu Snatch. 15 zu Snatch. Ja, es gibt keine Insider. Ah, tut mir leid. Das ist aber ja, was ist denn deine Geschichte? Warum sitzt du hier unten in diesem Keller? Wie bist du hier hingekommen? Warum ist um dich herum ein Puff? All das hat keine Bedeutung. Okay. Stellt die richtigen Fragen. Was hat Bedeutung? Die richtigen Fragen. Mhm. Hier, die Kopfgeld, wo ist der Zettel? Wie heißt der Typ? Da. Wo ist Quellfürst Kublatsch? Er entkam in die Lithikalebenen. Was? Oh. Aha. Da wollte ich schon immer mal hin. Nee, vergiss es. Ich bin von der Leibgarde von Julia von Ambros. Guten Tag. Ich wollte kurz fragen, ob es der Königin, können Sie das Orakeln gut geht? Weil ich muss ehrlich sagen, sie hat sich ein bisschen auffällig verhalten, seit wir hier in die Stadt gekommen sind. Die Königin ist nicht in der Stadt. Ich habe sie ja persönlich vorbeigebracht, also muss sie ja in der Stadt sein. Ihr irrt euch. Nein, ihr irrt euch.
Es ist ein Orakel. Ich glaube, im Zweifel irrt ihr euch. Im Zweifel glaube ich immer noch meinen Augen. Vielleicht ist es eine Königin. Ein Moment. Wen habe ich denn dann bitte in die Stadt gebracht? Adriane von Ambros. Das ist die Schwester. Ihre Schwester? Also ich muss zugeben, ich habe sie nur ganz kurz im Wagen dieses Mal sehen können. Es ist natürlich, es liegt im Bereich des Möglichen, wenngleich es auch sehr unwahrscheinlich ist. Wo befindet sich denn Königin Julia von Ambros? Ich bin müde. Meine Augen sehen nicht unendlich weit. Okay, noch eine Frage. Warum schlüpfen die Gothkins durch den Schutzschild? Der Schutzschild ist krank. Krank? Wie krank? Wie kann das denn krank sein? So viele Fragen. So müde. Okay, wie kriegen wir dich wach? Eine letzte Frage, dann muss ich schlafen. Okay. Darf ich fragen, wann Sie wieder aufwachen morgen? Warte, eine Frage. Moment, das ist ja auch eine Frage. Nein, eine Frage noch. Wir sollten diese Frage genau überlegen. Fabian, wir beraten uns untereinander. Das ist noch nicht die letzte Frage, okay? Bleib wach, bleib bei uns, Fabian. Fabian, nicht einschlafen. Was wollen wir wissen? Okay, also. Wann ist das nächste Spiel der Raptoren? Wann ist das nächste Woche? Ich kann uns Karten besorgen. Ich würde lieber wetten. Ja, deswegen habe ich ja das Ergebnis gefragt. Natürlich wetten wir, ist ja klar. Ja. Aber ich kann uns auch trotzdem Karten besorgen. Beziehungsweise Sie haben ja Geld. Wenn Sie mir Geld geben, kann ich Karten besorgen. Können Sie auch für mich wetten? Also ja, Leute. Darf ich Geld kriegen? Attention. Kann ich auch einfach so gehen? Hey, wir haben noch eine Frage. Was wollen wir wissen? Deswegen sind wir eigentlich hier. Das große Ziel ist, warum ist der Schild löchrig? Der Schild ist krank. Wir dürfen noch eine Frage stellen. Wie können wir den Schild heilen? Wie können wir den Schild heilen? Das ist eine sehr gute Frage. Müssen wir reden oder wo müssen wir hingehen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich finde, wir sollten diese Frage stellen. Fabian. Ja. Was ist Ihr Lieblingsfarbe? Ah, stopp! Das war nur ein Scherz. Fabian, bleib bei mir. Bleib bei mir, Fabian. Das war nur ein Scherz. Würfel auf Humor. Grün. Das war sehr gut. Das ist doch unmöglich. Es war nur ein Scherz, ich wollte auch mal einen Scherz machen. Ich dachte, alle mögen Humor. Ja, mich interessiert die Folge auch. Und damit endet die heutige Folge. Aber was sagen die Antwort? Und wir sehen nächsten nicht, welche Farbe er liebt. Ich schreibe mir noch eine Antwort auf die Lieblingsfarbe. Grün, hat er gesagt, beim Einschalten. Grün, das war das heutige Abenteuer. Wir werden nächstes Mal sehen, ob ihr aus dem Orakel noch was Sinnvolles rauskriegt oder wie es weitergeht. Wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sagt uns total gerne auf Social Media, in den Kommentaren, im Forum. Sagt uns überall Bescheid, wie es euch gefallen hat. Wir haben noch einen weiteren Abend vor uns. Was kann man noch machen? Was kann man verbessern? Was kann man verschlechtern? Und wie soll es vielleicht auch weitergehen? Danke an euch. Ich mache diesmal ganz schnell Schluss. Es gibt kein Was-wäre-wenn, denn das Abenteuer ist ja noch nicht zu Ende. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Grün.